Gesagt, ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Ja. Wie weit sind denn die auseinander? Ist es Zürich und das Wien, das ich mir jetzt ausdenke? Trifft sich doch alles im Schwarzer Loch. Das ist einfach nur das, was ich sage, Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Das ist das, was ich sage, Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Jeder sagt, das ist unmöglich. Ist so, und ich sage, es ist so offensichtlich, wenn du einmal dir klar machst, dass alles, was du geistesfunktioniert zu sehen bekommst, das ist hier und jetzt. Ich kann jetzt nicht einmal sagen in deinem Kopf, weil der Kopf ist nur da, wenn du ihn denkst. Das ist dann der rote Kopf. Das ist alles, was du denkst, ist ein Symbol für irgendwas, eine rote Ebene. Die mir ja darstellen will. Ich sage immer, wenn ich jetzt kommuniziere auf diese unteren Ebene der Perspektive, dann kann ich das nur mit Worten machen. Und da wird es natürlich jetzt noch heißer, aber ich komme jetzt zu den Kugeln, aber das sollte man dann innen, was man nicht was aufnehmen will, wenn man aufnehmen will, dass dieses System, das kennt man ja, das ist ja altes Kinderspielzeug. Aber interessant ist natürlich, wenn ich jetzt dich in einen komplett anderen Bereich gebe, über die hebräische Sprache, dann machen wir zuerst einmal einfach, wir nehmen 13 Kugeln und dann sagen wir, den 13 addieren wir jetzt einmal. Die Größe, wir machen 1 bis 2, 3 bis 4, wir wissen, das ist ja eine Sache, dann nimmt die kleine Kasse und versucht das. Plus 10, plus 11, plus 12, plus 13 ist gleich. 91. Umso näher kommst du an die. Okay, das kannst du natürlich loslaufen. Ja, aufs Feld und jetzt können wir mal jetzt mal machen. Schauen wir zuerst mal ganz grob, was gibt es eigentlich gerade für 91, weil das der Grundcharakter ist. Und das sind natürlich die 9, das ist jetzt mal 90,1 und 1,90. Und die zwei alleine schauen hier so den Vogel raus. Vor allem, wenn du jetzt die anderen Lehre noch anschaust. Und das will man in einer Anzeige, wenn du jetzt du wieder, wo du nicht mehr ganz so blödig bist, wie geil, kommt hundertprozentig mindestens 20 Mal, wie geil ist das denn? Okay. Weil das eben, du kannst den Kontext nicht verlassen. Und das ist eigentlich, es ist perfekt, es war schon immer perfekt. Und selbst wenn du, wie ich immer sage, irgendein System, wenn jemand mein Kabelstecker beispiel nimmt, das sind so Sachen, dass du so in einer Anzeige in Ernährung stellst. Die CD ist im Auto. Dass du dann stehen kannst, das ist, wo ich sage, du wirst dann irgendwann in einen Zustand kommen, dass wenn du Rotter wechseln musst, das ist dann aber kommunizierbar. Und sag ich mal, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen und dann sagt sie, das verstehe ich ja nicht. Hast du alles schon verstanden? Du musst bloß noch mal ein paar Leben mehr leben, ein paar Bücher, so 10, 20 Leben mehr leben und dann wirst du feststellen, wie die Welt wieder anders aussieht. Wenn du ständig der bleibst, der die Bücher liest, der die Leben durchlebt, weil in jedem Leben durchlebst du was anderes. Und du kannst ihn nicht, und das passiert ja schon innerhalb deiner jetzigen Vorstellung von Leben, diese 3x3 Wachstumsstufen. Wo immer der Sechsjährige. Du kannst nur nach unten sehen. Der Sechsjährige kriegt ein Prüferchen, ich habe das so oft gesagt, und dann sagt er ganz stolz, dass Sechsjährige, der in die Schule jetzt kommt nächstes Jahr oder in die Schule gekommen ist. Mein Bruder ist ja so blöd, er macht ja noch in die Windeln. Der kommt sich so gescheit vor. Und das ist das Erste, was du so eine feine Antenne kriegst, wenn du diese unendlichen gescheiten Schwätzer kriegst in einer einseitigen Rechthaberei. Aber wenn er dann einen 18-jährigen Bruder hat, die hier loszieht, die Diskotheken und Weiber anpacken. Was denkt ihr von so einem 6-Jährigen? Der ja so gescheit ist. Und was denken wir von einem 18-Jährigen Lodach? Selbst wenn wir jetzt an uns selber denken, sagt man, bitte. Ja. Aber erklär das nicht an. Wo aber ich das war doch richtig heiß. So richtig blöd zu sein. Er muss bloß über seine eigene Dummheit lachen können. Das ist, und ich sage, es wird nicht enden, weil jetzt kommen die Schwierigkeiten. Gott sei Dank. Ich wurde geboren und immer wenn du eine Seite hast, ist es leider auch. Das ist das im Ansprechen, das sind ja alles Vorstellungen. Wie kann man jetzt hinter mir das Haus denken? Das war jetzt die ganze Zeit nicht da. Ja. Aber das Haus, das ich jetzt hinter mir denke, ist eine Vorstellung. Ja. Und wenn ich es jetzt im Gesichtsfeld habe, das Gesichtsfeld ist immer vor mir, aber genau genommen ist das ja eine Illusion. Und dann kann man jetzt das Stereo, sagt man jemand, sagen, Stereo heißt räumlich. Jeder sagt, Stereo ist räumlich. Das ist wie wenn einer sagt, Zentrum heißt Mittelpunkt. Habe ich so oft erklärt, diese Übertragenheiten der Entheiligung von Worten, wo du in eine symbolische Darstellung Mathematik ist Rechnen, alles Blödsinn. Realität ist die Welt der Außen und Fakten, das ist das, was bewiesen ist.
Das ist, hat mit dem Ursprung der Worte nichts zu tun und du wirst immer mehr mitkriegen, wie extrem es ist, wenn du ein Wort nur extrem einseitig auslegst. Mhm. Dieses schöne Spiel mit der Einteilung. Und jetzt, ich rede nicht die Frage, wo ich zum Heiko gesagt habe, hier mit Kreiszahl Pi und die eulersche Zahl, die Feinstrukturkonstante in diesen zwei Versen in der Bibel, wo mit im Anfang beginnen, naja, weil das, was auch keiner entdecken kann. Wenn du die Worte das immer wieder, ja, und die damals wussten, wer das geschrieben hat, dann gehen mir die ganzen Fachleute und Theologen wieder erklären, die dann vor wie viel tausend Jahren, wer dieses oder jenes geschrieben hat, oder dieses oder jenes entdeckt hat, wo die 99% der Fälle ganz leicht beweisen kannst, mit deiner jetzigen Logikvorstellung, dass das nie einer entdeckt haben kann, was er mal liegt. Du musst immer bloß sagen, jetzt denken wir uns zurück in eine Welt, wo das keiner wusste, wie wir das irgendwann entdecken. Der kann sich's ausdenken. Oder mein Kammerton A, wenn ich immer. Das ist so, jeder plappert nach, Kammer, wann ist eigentlich die 440 Hertz festgelegt? Und dann landest du irgendwann einmal im 18. Jahrhundert und dann wirst du irgendwann feststellen, eine Stimmgabel, der die erste Stimmgabel gebaut hat, ein Trompeter. Und dann kommen natürlich die Instrumente alle gleich abstimmen mit der Stimmgabel und das waren dann 440 Hertz. Und ich stelle jetzt die ganze Zeit mal schon die Formulierung. Die reine Maßeinheit Hertz ist erst 1930 festgelegt worden, offiziell. Aber bis vorher waren Schwingungen pro Sekunde. Aber was viel interessanter ist, im 18. Jahrhundert hat es überhaupt keine Möglichkeit gegeben, so schnelle Augen das zu zählen, wie schnell das in der Sekunde hin und her schwingt. Das haben wir gestern schon nochmal gehabt. Und das ist das, wo ich sage, ich zeige in jedem Buch auf jeder Seite so eklatante Fehler, die dir logisch erscheinen und sobald dir was logisch erscheint, stellst du es nochmal in Frage. Ja. Aber dass du da nochmal drüber nachdenkst, kann das überhaupt sein, die Messung der Lichtgeschwindigkeit mit den Pyramiden, wo sie dann sagen, irgendwann landen sie bei Außerirdischen, weil mit menschlicher Vorstellungskraft kann das überhaupt nicht funktionieren. Ich habe mal einen Bericht gesehen hier über die Bohrungen in Granit und wenn ihr jetzt das hört, als normale Menschen, Granit, ja, Granit ist ein harter Stein. Jetzt soll ich zum BC, du weißt nicht, ob Marmorboxen baut. Meistens Jura-Marmor oder Carrara-Marmor oder irgendwelche Sachen und dann wollte einer hier Granitboxen. Habe ich übrigens machen lassen, wie die Firma heißt, weiß ich nicht mehr, aber in Dettenheim, wo der Nissan-Händler ist gegenüber. Ja. Das war den gegenüber. Stettinger, beim Stettinger. Dann schneidet der mir die, eine Phase mit Granit. Und er wollte die auf Phase haben. Normalerweise habe ich versucht, das möglichst einfach zu machen. Du weißt, ich habe immer meine normalen Boxen, die zwei Seitenteile gemacht und habe dann hier, weil die nämlich beim Schleifen, die Schwierigkeit ist die Präzision, die haben immer, wenn die abschleifen und die Kanten, hast du immer einen Schwung von 0,5 mm oder was. Und dann habe ich einfach gesagt, dann lass mir die leicht überstehen. Das heißt, ich mache zwei solche und setze dann oben die einfach wie ein Deckel drauf und unten drauf kann man das schön kleben mit dem Marmorglieder. Bei Phase, wenn du es machst, auch, dann werden die eine Phase geschnitten, dann legst du die passen natürlich gar nicht mit Marmorglieder, der wird ja Kleber, der wird wie Stein und dann kannst du das ab, schön rund, sieht geil aus, dann sind die richtig praktisch wie ein Stück. Und er wollte große Marmor aktiv, Granit, einen grünen Granit, was ich noch. Eine Phase. So gut, ich lasse dir schneiden auf Kalb am Stettinger, die Platten, ich kriege die. Wenn du einmal Jura-Marmor, Carrara-Marmor, das schleift sich wie Holz. Das schleift sich wie Holz. Wenn du Granit hast, Leute, ich glaube, wir haben hier 100 Schleifscheiben braucht, bis wir die Kante gefasst haben, die normalen. Das ist wie, hat er wie Glas. Das ist wirklich absolut Granit, ist wie, es ist so extrem hart. Wieso erzähle ich euch das jetzt? Jetzt komme ich in einen Sprung. Es gibt ja die vielleicht Fachleute oder ich sag mal hier normal, Hildi sagt ja ein Fachmann, was der bastelt. Hildi ist ein Inbegriff für Bohrmaschinen. Ich sage immer wieder so, die Hildi ist die Bohrmaschine. Schweinestall, jeder Handwerker, Hildi ist ein Markennamen. Und was viele jetzt nicht wissen, die Hildi kommt aus Liechtenstein. Liechtenstein ist ein relativ kleiner Stadtstaat. Liechtenstein ist eigentlich zu 80% Hildi. Da gibt es eine eigene Universität für Bohrtechnik. Diese Firma Hildi ist eine Weltfirma im absoluten Oberbereich. Und die haben natürlich jetzt bei Weitem nicht mehr bloß Bohrmaschinen, sondern auch so Schussgeräte, wo man in Betondecken... Bolzenschussgeräte, Haken rein, wo du ewig brauchst, wenn das Stahlbetondecken sind, wo du nichts reinkriegst. Wo du das Hildi, also die haben eine eigene Universität für Bohrtechniken. Und es ist in die Pyramiden, das sind Granitblöcke, sind... So groß, Löcher, 40, 50 cm tief, drinnen in den Granit. Darum habe ich das jetzt erzählt, wie hat er es?
Und da sagen die Professoren von Hilni für Bohrtechnik, Universität, weltweit die Nummer 1 für Bohrtechnik, die sagen, wenn wir das jetzt machen müssten mit unserem Wissen, wir kommen absolut an die Grenze in dieser Präzision, genau solche Tuben in einen Granit reinzuschneiden. Mit den aufwendigsten, teuersten Laserschneidegeräten überhaupt, wo man dann die Atome zerspalten, jetzt kommt natürlich das ganze Zeug. Wir sind wirklich, es ist die Grenze dessen, was wir überhaupt verwirklichen können. Wie haben die das? Wie haben die das vor tausenden von Jahren gemacht, wo es angeblich in der Zeit noch nicht mal Eisen gegeben hat, sondern bloß Kupfer? Außerirdische. Jetzt kommen die Außerirdischen. Und du hast dann immer wieder Erklärungsmodelle, auch wie die aufgeschichtet wurden, und das würde ich so in den Sack lassen. Und jetzt kommt jetzt doch hastische Denken. Was willst du glauben? Ja. Mach dir jetzt erst einmal, wenn der Udo dir jetzt was erzählt, mach dir jetzt erst einmal Gedanken. Da gibt es ja welche, die sagen, was ist das für ein Schwätzer, da ist schon das Krieger da, ist eh alles scheiße. Das heißt, in ihrer kleingeistigen Logik suchen die bloß nach Fehlern. Wenn du es glauben willst, hängst du an meinen Ohren, aber was bringt dir das, selbst wenn du jetzt das glaubst, was ich sage? All diese technischen Teile, das Computerprogramm, muss dich nicht interessieren, wenn du dein Handy in die Hand nimmst. Ich sage immer wieder dasselbe. Es muss aber im Hintergrund ja was sein. Der Witz ist rein in der Menschheitsgeschichte. Wir schauen jetzt da nach oben. Ich mache wieder ein Standardbeispiel vom Stammtisch. Du schaust jetzt einfach und dann siehst du da oben O. BN ist eine polare Existenz. Aber was oben ist, ist auch unten was. Ja, also gut, ich schalte die Wolken an und jetzt, das spielt es mit dir selber im Alltag. Und jetzt sagst du ganz einfach, wo kommen die her? Und jetzt schaust du, was du dir selber erzählst. Das, was jetzt in dir spricht, ist der zweite. Das ist dein Schwamminhalt. Stimmt oder stimmt? Jetzt kannst du dann sagen, wo die herkommen. Ja, da verdunstet jetzt Meereswasser, auch die Feuchtigkeit von den Gräsern. Aber den Dunst, der hochsteigt, den sieht genauso weniger. Schau mal, wieso bewegt sich jetzt hier diese Schirme, die Sonnenschirme, wieso bewegt sich das? Sagt jeder, ist ja logisch, geht der Wind. Du siehst den Wind nicht. Ich kann jetzt den sogar spüren. Ich sage, das bezweifelt ja keiner, aber du siehst, zeig ihn mir. Jetzt wisst ihr irgendwann nochmal, wieso im Hebräischen Wind und Geist, jetzt bewegt Geist. Aber Geist, da das ja jetzt in dir drin ist, Geist bewegt sich nicht von A nach B. Dieses Austauschen, wo wir immer nur in den zeitlichen chronologischen Denken haben, auf jeden Fall, das kannst du jetzt erklären, wir können uns dann noch einen Schritt weiter gehen, wo das dann hingeht, wenn die sich auflösen. Und das sind dann so viele Kleinigkeiten, wieso wird jetzt das eigentlich nicht wegsaugt? Jetzt, er kennt Vakuumiergeräte. Du kennst doch die alten Spiele, wenn du jetzt ein Gefäß wieder nimmst und wir machen jetzt meinetwegen Marshmallows rein und dann saugst du die Luft raus und dann gehen die auf wie Das ist ja der Witz übrigens, wenn du Fleisch marinierst. Das Fleisch ist ja sehr kompakt. Jetzt kannst du das liegen lassen. Jetzt wollen wir jetzt einmal rein geschmacklich einen Test machen. Du nimmst das Fleisch, tust das marinieren, stellst es in eine Schüssel, in den Kühlschrank eine Stunde. Und dann schaust du, wie viel eigentlich der Geschmack in dem Fleisch drin ist. Und dann nimmst du dasselbe Fleisch, tust die Marinade rein und jetzt machst du ein richtiges Vakuum. Und dann ist das einmal, da ist zwar jetzt keine Luftbahn, da wirst du feststellen, dass das brutal schneller geht. Das ist ungefähr so, wie wenn man unser Liquids mit Ultraschallgerät, Alter. Was normal eine Woche dauert, schaffst du da innerhalb von einer Stunde. Insider verstehen das so, wie der Liquid ist. Dampfer ist. Und die Eigenart ist jetzt, dass wenn wir uns ja unsere weltliche Vorstellung, und ich schmeiße jetzt hin, da gibt es immer ja oder nein, wenn wir die Erdkugel haben, die Erdkugel schwebt ja in einen absoluten Vakuum. Stimmt oder stimmt? Ja. Wir wissen, wenn wir irgendwas machen in einem Vakuum, das wird alles wegsaugt. Wieso wird jetzt eigentlich unser Abendluft nicht wegsaugt und die Folgen sofort wegsaugt? Was natürlich interessant ist, und ich bin, jetzt kein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, was der allergrößte Feind ist, es gibt ja Mondlandung zum Beispiel, die Sache mit den Schatten. Und ich habe das ja, wenn du nachvollziehst, in jungen Jahren, wo das aufgekommen ist, wir denken uns jetzt bewusst der Vergangenheit aus, die Schatten hier, dass in der Mondlandung hier, wenn die da stehen, einmal der Schatten noch so geht und noch so geht. Und viele andere Kleinigkeiten, und dann hast du sofort wieder die Wissenschaftler wie die Lesch, die erklären dann, das kann schon sein, und bringen dann Beispiele, aber die nehmen dann gerade immer das, was man noch erklären kann, aber die Extremfälle werden einfach ignoriert. Aber das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, und es ist ja nur in deinem Kopf. Du hast ein Konstruktprogramm, das Vorstellungen erzeugt, entweder feinstofflich oder auf der VR-Brille. Jetzt, wie sieht es jetzt aus, wenn du jetzt eine Hochleistungs-VR-Brille aufhast? Also HD-Qualität, wenn du mal dich vor einen hochauflösenden Fernseher hinstellst, wenn du so Brille aufhast, das ist dasselbe wie die Monitor, sind ja auch nur Pixel, bloß winzig klein. Und du schaust jetzt mit der VR-Brille und hast dasselbe Bild, dann siehst du auch die Schatten, du siehst das alles. Und jetzt frage ich dich, wenn du die VR-Brille aufhast, dann ist hier Schluss. Wo kommen die Wolken her, die du jetzt siehst?
die kommen von innen durch ein Computerprogramm. Das ist dein Gehirn. Und jetzt hast du ein komplett anderes Erklärungsmodell. Das ist so geil. In so einem kleinen Geist. Und beide Erklärungsmodelle erzeugen, kann man dieselben Bilder erklären. Aber ich komme mal ganz kurz nochmal hier zu unserem Vakuum. Und jetzt schaut euch einfach mal, egal was es ist, wenn die Astronauten Außenarbeiten an der ISS machen, denkt an Weißenburg-Vortrag. Ein Bild ist das erste Mal ein Bild. Mhm. Das erste Problem ist, ich kann euch nur immer wieder sagen, du musst dir, wenn du abstürzt, solltest du das merken, aber wenn du abgestürzt bist, merkst du es nicht mehr, weil da kein Bewusstsein mehr da ist. Ja. Du kannst dich zurückholen, dass du zuerst einmal sagst, was ist jetzt da? Ja. Das heißt, du hast zwei verschiedene Informationen wieder. Das ist einmal, was nämlich sinnlich war. Ich bleibe einmal nur im optischen Bereich, was du sinnlich wahrnimmst, ist auf der VR-Brille. Und was ist jetzt darüber hinaus Interpretation von mir? Die Interpretation existiert erst, wenn du dir Gedanken machst. Wenn du jetzt hochschaust, dann siehst du die Wolken oder da haben wir wieder, oh, da haben wir schon wieder dieses komische Schattending. Schau mal, Loda, schon wieder, hast du sowas schon mal so ein komisches Flugzeug? Ja. Ja. Das ist immer gut, wenn man tagsüber auf dem Mond hat. Wenn du jetzt, das ist ja oft, dass man das um 10 Uhr der Mond noch ist. Und das ist wirklich, wenn du den siehst, ich habe schon Stellen gehabt, wo du jetzt den Mond hast, hier in Wolken, und da wirst du feststellen, dass du durch den Mond, da siehst du dann die Mondoberfläche, aber komischerweise ist ja kein Unterschied zu den Wolken, wenn du jetzt um das Blaue, wenn wir durch die Wolken durchschauen, wenn du tagsüber den Mond siehst, wirst du feststellen, der Mond selber ist exakt wie eine Wolke und die Mondoberfläche hat im Hintergrund genau dasselbe Blau wie die Wolken. Ja. Das ist einfach das, was du jetzt überprüfen kannst. Ja. Müsst ihr mal schauen, ob wir irgendwo, ob wir ja heute noch oben haben, ich weiß es nicht auf der anderen Seite, weil das ist sehr abfahren. Aber ihr wisst, dass nur auf solche Sachen aufpasst und das ist alles, was alles weg, was Stück das ist. Aber ich komme nochmal, um das fertig zu machen. Wir schauen uns Bilder wieder an, also ein Bild ist ein Bild. Du schaust, das ist ein Monitorbild, das ist ein Zeitungsbild, dann weiß ich, das sind Farbspitze auf dem Papier, das ist jetzt da. Und ich schaue auf den Monitor, dann sind das flackernde Lämpchen. Immer an die Illusionen denken und jetzt schauen wir uns Bilder von der ISIS an. Da ist schon vorher mal wieder, jetzt schau in dich rein, wo du glaubst, wo das herkommt. Dann die Frage, ob ein Bild manipuliert ist oder nicht manipuliert ist. Du wirst merken, wie massiv in dir noch diese Macht des Zweiten ist, der bei jedem Bild, das du siehst, immer in deinem Alltagsbewusstsein, soll man im Unbewusstsein, es ist prinzipiell mal in der Vergangenheit irgendwo aufgenommen worden, von irgendjemandem in der Vergangenheit. Und jetzt ist dann die zerbrechende im Kopf, ob das am Computer manipuliert wurde oder nicht. Und ich sage, wo kommt der Bild her, wenn du träumst? Nur einmal im Jahr. Puff. Von Moment zu Moment. Es kommt aus dir. Und wir schauen uns jetzt dann an, wenn die Reparaturarbeiten außerhalb der ISS machen. Und dann kennen wir ja, wenn die so im Raum schwimmen mit ihren Raumanzügen. Und jetzt denkt ihr, nehmen wir mal eine Kammer und dann saugt die Luft raus, wenn einer mit einem Raumanzug ist, pup, und er sieht aus wie ein Dunlop-Mensch. Das ist, das widerspricht John Wayne Washer, mein klassisches, tausendmal erzählt ist das hier. Du hast jetzt eine Information, okay? Das ist logisch, da müssen wir nicht reden. Ich sage, lass uns nicht über was diskutieren. Lass uns nicht diskutieren über was da ist. Ich sehe jetzt vor mir in einer gewissen Entfernung ein Glas, meine Sache, Fliegenstahl-Vortrag. Und in dem Moment, wo ich mein Glas in die Hand nehme, kennst du das aus dem Fliegenstahl-Vortrag, weil du so Fragezeichen auf den Augen hast? Pass mal auf folgende Situation. Wie zeige ich es jetzt am besten? Habe ich damals mit der kleinen Marion gemacht. Wir haben jetzt ein Glas, das Glas ist eine Erscheinung. Das ist das Tee. Okay? Ich nenne jetzt mal das hier ich. Ich habe vor mir eine Erscheinung. Ich war ja jetzt vor irgendjemand ausgedacht. Ich denke mir jetzt mal, der mich ausdenkt, das ist die Erscheinung, das bin ich und dahin ist der Geist. Okay, da ist Geist. Du weißt, das W hast ja verbindendes Wort. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal, der Geist verbindet W, G, W, ich, mein dieses Ich. Mit der Erscheinung. Jetzt pass auf, was passiert. Der Geist verbindet GW, ich. Gewicht. Und schau mal, was ich jetzt spüre. Du kannst das denken. Das ist nur ein Beispiel, wo dann immer wieder, hat er wieder gescheit recht gehabt, dass das zufällig passt. Da gibt es keine Zufälle. Das ist eine Matrix. Das ist eine Matrix. Und du brauchst das Deutsch und du brauchst das Hebräisch. Das ewige Deutsch, wie ich immer sage, die Vordersprache. Das eine ist aber nicht, wenn ich vor Hebräisch rede, meine ich nicht irgendwelche Juden oder in der Vergangenheit. Auch wenn ich von Deutsch rede, rot, meine ich überhaupt nicht irgendwelche Deppen, die in dem Land Deutschland rumlaufen. Das sind Symbole. Wenn ich vom Kruch spreche, der zum Brunnen geht, bis er bricht, meine ich auch nicht den Kruch. Das ist die Demeter-Ebene.
Und die Schwierigkeit ist, dass man immer als normaler Mensch, und ich weiß, wovon ich spreche, dass man immer, wenn du irgendwas einmal so eine Inspiration, einen Einfall hast, dass du jetzt meinst, du müsstest deine Mitmenschen beglücken, oder eigentlich schlimmer tut es erst, wenn die anderen auch glauben. Das ist der allergrößte als träumender Geist, wenn du das nur checkst, dass du ein träumender Geist bist, da wirst du zuerst einmal feststellen, dass alle, die in deinem Traum auftauchen, das sind ja welche, die du dir ausdenkst, aus dir herausdenkst, wo dich hinstellst, mir wieder eine Vorstellung, dass die nur immer dann sind, wenn du sie denkst. Das ist das, auch was du dir in den Himmel hochdenkst. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel. Übrigens, DR heißt eine geöffnete Berechnung. Das hebräische Wort DR heißt Generation. O ist das hier. Und das erzeugt polare Existenzen. DR oben, droben. DR außen. Es geht jetzt außen mehr, aus dem, dem immer ist, heraus. Und das Ganze ist jetzt Welt. Welt ist W, doppelt auf W, doppelt aufgespannt. Und ELD 70, 30, 400 hast Brandopfer. Das ist ein polarer Rand, oder BR, ein äußeres ALD, wenn man es ein bisschen grundhebräisch kennt, und das musst du ständig opfern. Jetzt wird es natürlich interessant, dass das Opfer, jetzt kann man mal, das kann man jetzt auch wieder, da steckt der UP schon drin, der erwacht in dir, bei O ist ja gleich U. Jetzt schauen wir mal, was ist das hebräische Wort Opfer? Korban. Das schreibt sich Kofresh-B-M. Also das beginnt erst einmal mit Kofresh, das ist eine affine Berechnung. Kareb N, Korban wird es ausgesprochen bei den Juden. Kareb heißt zuerst einmal innen, das Innere, im Innersten, und heißt auch in jedem Wörterbuch nahe sein. Nahe sein, sich annähern. Jetzt ist schon das Wort nah, muss ich eigentlich schon zuerst einmal hier anschreien, weil wenn was nah ist, nahe sein, sich annähern, und Inneren, da muss irgend sich was nah sein, also wenn was im Inneren nah ist, müssen im Inneren schon mal zwei drin sein. Aber das NAH im Nahen hat auch was mit Nähen zu tun. In dem Moment, wo ich was zusammennähe, nehme ich zwei verschiedene Sachen und mache eins und lasse die trotzdem zwei. Jetzt pass auf, jetzt denkst du dir, unser Meer, das immer ist, oder denkst dir das obere mit ständig wechselnden Bildern, und ich mache es jetzt einfach mal so. Das heißt, die Gedanken sind eigentlich wie ein Naht. Und das ständig Verändernde und das immer gleich bleiben, ist so nah zusammen, dass es eigentlich dasselbe ist, aber doch nicht dasselbe ist. Das ist ein schöner Aphorismus, ja. Stimmt oder stimmt? Das ist schön. Aber das führt uns dann auch zur Nahrung. Und die Nahrung im Lateinischen ist Essen. Esse. Du, Mann. Ist das nicht wie das verdammt? Aber jetzt haben wir ja das N hin noch dran, dasselbe Wort. Kere heißt auch eine Schlacht. Ein Kampf, weil das ein ständiges Auf und Ab ist, ein Aufwühlen und der Zusammenfallen, beziehungsweise beim zweiten Wechsel. Und das ist jetzt hier, dass du merkst, ist Deutsch, du musst Deutschen deuten, auslegen, und Deutsch ist ja immer Gott in allen Sprachen der Welt, habe ich so oft erzählt, das ist auch immer das Auge, ist Zufall. In allen Sprachen der Welt, was du feststellen, wenn du in die tiefe Etymologie gehst, heißt Deutschland, Deus, Deus, die Teutonen, ist griechisch-lateinischer Sprung. Die Alemannen, Arabisch, aller Mannen, die aller Männer, das sind die Geistesfunken. Und das, ich rede jetzt nicht von dem ausgedachten Deutschland, das Land der Dichter und der Denker, dass dort der Geist sitzt, der sich mittlerweile so in Geistigkeit, die deutsche Liebe ist sowieso erbärmlich. Das ist immer wieder das Spiel, hier in einem Lafferbund, wo ich euch erzählt habe, wenn wir uns jetzt chronologisch denken, das jetzt in der reinen, jetzt muss man sich wieder ausgedachte, dein Schwammeln halt ist ja ein symbolisches Bild. In der Philosophiegeschichte, wenn jetzt wirklich einmal weltweit, jetzt rede ich wieder normal, Philosophie studiert, ist die erste große Erkenntnis, dass also der Höchststand der Philosophie waren hier, das war die Zeit Schelling, Fichte, Kant, und dann absolut der höchste Stand überhaupt der Philosophie, für welche die in diesen Transzendentialismus reingehen, die Transzendenz, der transzendentale Idealismus, Hegel, HGL, Hegel, die Welle. Das ist also der höchste Stand überhaupt in der Ausformung dessen, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Und jetzt dieser Hegel, der hatte zwei Musterschüler. Das ist Feuerbach gewesen, übrigens Helmut. Ja. Mein Helmut, du im ersten, letzten Leben, du hast in Bruckberg in der Feuerbachstraße gelebt, weil dieser Feuerbach ist nämlich in Bruckberg bei Ansbach groß geworden. Und da ist jetzt auch die Klapse von Mittelfranken.
Okay, und der hat seine Brauereikneipe direkt neben der Klapse gehabt in der Feuerbachstraße 1 in Bruckberg. Und dieser Feuerbach in Verbindung mit Marx, das sind Hegel-Schüler. Die Musterschüler von Hegel haben das jetzt Ganze umgedreht und das sind die grundlegenden Gedankengänge des Materialismus, wo der Kommunismus an Lenin aufbaut und Engels aufbaut. Das heißt, es ist aber ein Höhepunkt, schwingt diese reine höchste Form des Idealismus, alles ist nur Geist, wieder um. Die Musterschüler haben dann gemacht, am Anfang stand die Materie. Wobei jetzt das Verrückte ist, wenn du Feuerbach lesen tust oder Marx, was ich immer wieder gesagt habe, geistreich lesen tust, ist alles, was die behaupten, stimmt. Aber sie drehen die Phase um. Die setzen ihre Gedanken als Anfang, also ohne Gehirn gibt es kein Denken, gibt es kein Bewusstsein. Aber es ist ja nötig, was wir jetzt wieder zeitlich sehen, wie war das nochmal? Du musst es in die Transversale drehen, weil das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt auch keinen Geist, der träumt, sobald ein Geist zum Träumen anfängt. Der Geist, der immer ist, sobald er zum Träumen anfängt, jetzt kommt das Körper. Und du musst jeden Augenblick opfern, um einen neuen Augenblick zu kriegen. Jeden Gedanken, den du denkst. Mein Beispiel mit der 200 Gramm rote Gnede. Jetzt haben wir natürlich wieder Ken. Gnede schreibt sich ja K-N. Das ist mal grob die Basis. Übrigens, das griechische Wort Basis in jedem Wörterbuch heißt eigentlich, worauf man tritt. Jetzt haben wir schon drei. Daraus ist dann hier, worauf man tritt, ist dann die Grundlage, der Geist wird rund und das Licht fängt zum Agent an. Die Grundlage, bist dabei, ich verknüpfe jetzt viele Sprachen, dann hat man das wieder übertragenerweise die Grundlage gemacht, eigentlich ist jetzt Tree, das ist einer, der Tassen da macht, dann ist die G-Rundlage geworden und das Fundament im Lateinischen. Jetzt haben wir aber eine Facette, unter, wie es mir im Lateinischen heißt, der Welle. Wir können auch eine aufgespannte Existenz, wird zu einer geöffneten Schöpfung. Die geöffnete Schöpfung ist die Welle unter. Und ment, mens, mendio heißt denken. Denk, dn, die Öffnung dieser Existenz heißt Urteil, hebräisiert. Und ken ist wieder das Fundament. Und eigentlich ist es eine Umformung, aber ich sage immer wieder, heißt ment, kommt mens, kommt von ment, mendio. Und da ist wirklich in jedem Wörterbuch, wo du schaust, das heißt zum einen einmal, das heißt etwas überlegen, et, 70, 400 ist eine augenblickliche Erscheinung, die Zeit, etwas überlegen, U mit zwei Bündchen drüber, BR, Polar erweckt, etwas überlegen, ich bin ja immer, etwas überlegen, und jetzt kommt das Longitudinale, Lügen verbreiten. Genau. Weil ich mir hier, was ich über mich drüber lege jetzt, denke ich mir in die Vergangenheit, was in die Zukunft oder irgendwo anders hin. Ein einziges Wort, und das ist Physik. Jetzt, wenn ich noch Zahlen einsetze, dann haut es euch im Vogel raus. Das sind Formeln. Formel, eine Form, die Form von Gott. Ja. Ich kann auch das L mit 70 lesen, und das die Form ist ein Joch. Ja. Stimmt oder stimmt? Form wieder als 80, 6, 200 lesen heißt das Los. Es wird was losgemacht und das ist dein Schicksal. Das sind die hebräischen Wörter für Los und Schicksal. Das Los und das Schicksal eines Gotteskindes. Das ist, mit welchen Formeln arbeitest du? Mit geistlosen materiellen Geschwätz? Da ist man jetzt da und auf die Augen, das verstehe ich nie. Musst du nicht, das passiert sowieso, ob du willst oder nicht. Ich zerbreche mir da meinen Kopf nicht. Ich gebe mich jetzt bloß her und ich benutze jetzt den Udo, mir das selber zu erzählen, weil ich erzähle das ja immer bloß dem, der mich jetzt ausdenkt. Und das ist dann der Sprung zwischen den X. Und darum ist es nicht immer wieder, wo ich jetzt gerade die alten Almener-Leute, wenn ich auftrete, was ich schon gesagt habe, mich interessieren hier in die ersten Vorträge drei, vier Mann, den Rest des E-Plus-Filmmaterial, dann haben die natürlich ein Legit zu. Filmmaterial. Das ist so. Das ist so viel Eserspinner hier. Der Güni umgibt sich mit so viel Eserspinner. Ist ein ganzer Lieber. Auch er war eine Figur. Ich sage immer wieder zu Uli, ich habe nicht gesagt, wie der zu mir kommt, als die Geschichte habe ich artsichfach erzählt. Ich habe noch niemals, auch hier, Fiegenstall, Bleinfeld, noch niemals irgendwann gesagt, magst du was, die kommen zu mir und sagen, willst du nicht einmal einen Vortrag halten? Sorry. Und jetzt, dann Kühni musste ich mal hochfahren und da habe ich jetzt gedacht, wie dann die Helga losgegangen ist mit den Fiegenstall-Vorträgen. Ich sage, du pass auf, Helga, nur wenn ich nicht weit fahren muss, ich will nicht mehr weg. Wenn das bei uns in der Gegend ist, habe ich gesagt, und ich kann heimfahren, da haben schlafen, als Brösel jetzt, dann komme ich hin, dann quatsche ich euch zu. Und wenn du alles magst, dann kümmere ich mich überhaupt nicht, dann ist das für mich in Ordnung. Und das machen wir gerne. Ja. Sind wir hier? Immer wieder mal.
Und du wirst im wieder Meer, heiser. Im Meer wieder. Zum Glück musst du morgen nicht mehr so viel erzählen. Okay. Ja, das sind ja alles, Inge, die Schwierigkeit ist alles, was ich jetzt erzählt habe. Wenn jetzt die Mühe macht, das komplette Überbauungswerk und hier ein paar hundert Videos anzuhören, wirst du feststellen, dass ich das schon zigfach erzählt habe. Das ist überhaupt nichts Neues. Aber ich weiß, das wiederholen, schlafen lernen, wiederholen, weil ihr schlaft jetzt, also hier ist schon wieder so eine Sache, was verstehe ich unter dem Wort hier. Da haben wir zuerst einmal einen kleinen Gott. Und er hat wahrgenommen, die Berechnungen, H.R. und H.R. ist der Berg. Aber Berg wie der BRG ist erwacht, weil er zumindest der langsam wach wird. Und jetzt einer, der hört, und ich weiß immer wieder, wenn du da keine, da können wir jetzt die hoch, jetzt reden wir wieder normal, die hochgebildeten Dialogen und Fremdsprachensprecher, wenn die jetzt da sitzen und die hören zu, weil die dieses System, die können, ich spreche zwar Deutsch, aber die können die Sprünge nicht mitmachen. Ganz einfach, weil sie dieses einfache System nicht checken. Das ist ein Riesengeheimnis. Und ich sage, es kann wirklich jeder 13-Jährige ohne Probleme innerhalb von einem Jahr sich aneignen. Vielleicht wie für einen Handwerksberuf, Schreiner oder was, wenn du ein bisschen wissen musst, schon 3 oder 3,5 Jahre lang. Für einen von unendlich vielen Handwerksberufen. Und da gebe ich dir innerhalb von kürzester Zeit, wenn man jetzt, wenn ich sage, wenn so Schule, wenn man Schule machen würde, wo man wirklich wie in einer Uni von morgens bis abends bloß das auch nicht jetzt groß immer wieder philosophieren und erklärend ausufert, sondern bloß dieses Prinzip erklärt, ist es ganz, ganz leicht, kinderleicht zu lernen. Und Musterbeispiel witzig. Wo man immer sagt, das verstehe ich nicht, und da ist immer der Zweite, der wehrt sich. Der Zweite wehrt sich mit aller Gewalt, und das macht zu blind. Und jetzt sage ich immer mal die Leben, jetzt zeige ich mir so, ich kann die Zeichen immer noch nicht. Das ist ja ganz offen, so ist null Problem. Du hast in dem Leben was anderes zu lernen. Du hast, wenn wir jetzt unser normales, ausgedachtes, symbolisches Menschenleben, haben wir ja die 3x3x3 Wachstumsstufe. Und dann kann ich jetzt mit denen jetzt mal hier in diese zweite Ebene, dass wir sagen, die erste Stufe ist, wir setzen mal das ab der Geburt. Da gehen wir jetzt, da schauen wir rein, und dann sage ich, das Erste, was du zu lernen hast, ist, dir nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Und jetzt ist interessant, wenn du die Entwicklung eines Kindes anschaust, der einfach nur da liegt, das im Schwamm ist ja noch nichts drin, das wird jetzt rein, das sind ja einige, die jetzt hier, wenn sie zurückblättern, wissen, dass sie Kinder groß zu haben. Das Erste, was das Kind mit einer Riesenanstrengung macht, sich umdrehen, Rückenseite vor der Seite, Rückenseite vor der Seite. Und dann kommt dazu hier der nächste Prozess, dann fangen sie zum Krabbeln an. Also zuerst das Erste, was du lernst, die zwei Seiten zu drehen. Und dann werden sie sich versuchen, hoch zu ziehen. Und das ist dann meistens mit dem Kind, ich stehe ja dann mal so dabei, nur so ein Windelback drin ist. Die Balance zu halten. Das sind symbolische Bilder. Das sind alles nur symbolische Bilder. Das ist die Entwicklung deines Geistes, wird dir in jedem Moment mitgeteilt. Aber es bleiben vergängliche Erscheinungen. Was du dir ausdenkst, hat keine Überlebenschance. Das ist schon weg, wenn du es denkst. Und wenn du das jetzt nicht nur hörst und dir das logisch erscheint, dann ist noch lange nicht installiert, weil wenn das installiert ist, hast du keine Verlustängste mehr. Ist es so, Kambo, oder ist es so? Das ist 100%. Und wenn dich der Zweite wieder anfällt, haust du dich so in die Pfanne mit dem eigenen Wissen, das gar nicht dein Wissen ist, sondern dein dogmatisch anerzogener Schwamm. Das passiert von selber, dass der Kambo einfach ruhig ist, wenn der Kuhn am Reden ist. Das ist einfach solche Sachen, dass wie du dich jegliche Form von Leid, den Traum erlebt, bloß der Geist der Träume. Das ist natürlich jetzt was Ausgedachtes, ein Symbol. Weil ich garantiere dir, in einem Traum wird in der Regel, und jetzt ist schon die Ausnahme, die die Regel bestätigt, ist der Udo. Das ist mit Sicherheit der Einzige in einem Traum, der in dir auftaucht und dir erklärt, dass er bloß deshalb existiert, weil du ihn jetzt träumst. Ja. Wenn es den Udo nicht gibt, wirst du keinen finden in deinem Traum, der dir sagt, mich gibt es ja bloß, weil du mich jetzt ausdenkst. Aber das ist ein Zeichen, dass diese Figur in einem Traum eine Verbindung hat mit dem Wachen. Jetzt haben wir Ich bin du. Macht alles verdammt für Sinn. Immer rund. Das ist, und da geht es nicht mehr drum. Die Menschen, die ich mir ausdenke, gingen mir am Arsch vorbei. Und auf der anderen Seite ist ja wieder eine einseitige Aussage. Ich bin ja jetzt da. Die Menschen, die ich mir ausdenke, die gehen mir am Arsch vorbei. Auf der anderen Seite, glaubt mir, keiner reißt sich mehr für euch den Arsch auf wie ich. Ja. Aber die Schwierigkeit ist, ich will euch ja frei machen. Also bin ich so bestrebt, jegliche Form von Manipulation. Ja. Darum sage ich, lasse euer Leben erst einmal unangetastet. Weil es ist eigentlich alles, was wichtig ist, erzählt. Wenn du wach wirst, wirst du es zu nutzen wissen. Und den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und einfache Sätze habt ihr hier, ihr wisst, was ich jetzt meine. Dass jegliche Form von Leid nicht erzeugt wird durch das, worüber ihr euch ärgert.
durch den Reizauslöser, wie ich das nenne, sondern durch eure Interpretation. Absolut. Ja. Und wenn du Schläge kriegst, dann schaltest du einfach dein Masochistenprogramm ein. Und ich will mehr, ich will mehr. Betonung liegt auf mehr. Kleines Horrorliedchen. Das ist die beste Darstellung in einem Film überhaupt von dieser Situation, wenn der Masochist zum Zahnarzt geht. Ich habe das in all meiner Show erzählt. Das ist es wert, der Film selbst ist gar nichts, aber diese Szene und dann noch die Superkomiker, was normalerweise, ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich, jedem sollte der Begriff Steve Martiner Begriff sein, als ein Dollar und Bill Murray. Wohl mit jemand die zwei. Der eine ist ein Zahnarzt, ein absoluter Sadist. Er ist nur Zahnarzt, weil er Menschen quälen will. Da fällt mir eine Polizei. Sagt der Sadist, sagt der Masochist zum Sadist, quäl mich, sagt der Sadist. Nee. Und auf jeden Fall, und der Bill Murray ist ein Masochist, der nur zum Zahnarzt geht, weil er genießt Schmerzen. Und jetzt, wenn der sich über den drüber beugt. Und der Witz ist, solange der Zahnarzt einen Patienten hat, der noch keine Schmerzen hat, das turnt den total ab. Er genießt ja die Schmerzen und umgekehrt, der andere will immer mehr Schmerzen und hat mehr Freunde, was den Zahnarzt abturnt und dann schaukelt sich das hoch. Und dann ist der noch mehr, dann sagt er hier, lass das doch mal bohren. Habt ihr auch einen rostigen Vor? Und dann sitzt er dann wieder schon so auf mit dem Werkzeug. Ne? Er stoppt sich voll, ja, leg los. Ein bisschen Lachgas und der auf dem Stuhl sagt, nein, doch nicht für dich. Die ist so geil, die Szene. Und das ist nicht das, was man euch oft auch daran sehen. Aber die Frage, kannst du in diese Symbolebene reingehen und das kann man super mit Holofilm mit der Sprache machen. Und dann hast du wirklich ein Dauerlächeln im Gesicht. Aber das erfordert, dass du es lernst. Naja. Naja, weißt du, der Zahnarzt beugt sich über den Patienten, will anfangen und dann sagt er, Entschuldigung, kann es sein, dass ich mein Geschlechtsteil in der Hand habe? Dann sagt der Patient, ja, aber gell, wir wollen uns doch beide nicht wehtun. Ist die andere Variante. Es ist halt gerade mit dem Verdrehen die Humorlosigkeit. Ich sage der Humor, der Galgenhumor, das ist so auch wieder Musterbeispiel. Die ganzen Einspiele Monty Python. Life of Brian. Das ist so tief. Und wenn du humorlos bist, dann hast du aufgehört zu leben. Ja. Die Fähigkeit, ein ganz wichtiger Satz, ich sage immer wieder schon, einmal vor 20 Jahren, die Fähigkeit, über alles und jeden zu lachen, über alles und jeden, aber ohne dich über irgendetwas hämisch lustig zu machen, das macht dich zum Gott, der frei ist. Und da wirst du merken, in Filmen, wenn du jetzt Comedian oder was nimmst, ob die diese Fähigkeit haben oder ob sie einfach bloß Kosten reisen auf Kosten anderen. Ja. Das kriegst du irgendwann nochmal eine Denne dafür. Ja. Das wirst du dann ganz primitiv empfinden. Ja. Ob du das geistreich, dass du eine auf Kosten anderen sich hochstellst, ob sie geistreich in machen. Aber das wiederum kann bloß ein Geist empfinden. Das ist also ein Musterbeispiel des Standards, auch wenn man jetzt früher sagt, das ist gut. Ich sage jetzt immer wieder spontan, wenn man sagt, Bodo Wartke, das ist natürlich ein Moral mit der lustige Lieder, dann viele Liebeslieder über die Sprachen. Aber das hier, das ist dann, was dann fast merken, wenn er dann moralisch wird, und das ist gerade immer die Moral, das muss her im Hebräischen. Ja. Habe ich auch oft erzählt, was ist Tradition? Tradition, Moral. Und da können wir jetzt nachschauen, das sind lateinische Wörter, und dann können wir ins Griechische, ins Hebräische gehen, und da gibt es diesen Begriff Moser. Und das Interessante ist, dass du mal im Wörterbuch, ich bleibe aber nur im Langenscheid, das ist Moral und Tradition, aber dasselbe Wort hast du auch Angeber, Denunziant und Schwarzmaler. Jetzt haben wir wieder solche Sachen, die oberflächlich betrachtet nicht zusammengehören, aber ist nicht ein Moralist, ein Böshafter, ist es nicht ein riesengroßer Angeber, der permanent angibt, wie was zu sein hat und jeder, der diese Angabe nicht richtig sieht, ist sowieso gerade bekämpft, denunziert er nicht jeden, der seine Meinung vertritt und sind das nicht prinzipiell immer Schwarzmaler, die predigen, was alles passiert, wenn du nicht so denkst wie sie selber? Und jetzt ist alles, was Tradition ist, was du meinst, das Leid an Menschen, was jetzt erst einmal nur alle Materialisten sind, ob das Moslems sind, ob das egal was ist,
dass die so verfangen sind in diesem materialistischen Weltbild, darum sage ich Ihnen, ich bin nur ganz am Anfang schon, es gibt bloß eine Weltregion und das ist das materialistische Weltbild. Unabhängig davon, wo du dich jetzt in den klassischen, traditionellen Religionen einsortierst. Das ist zeitliches Denken, die sind so stolz auf ihre Vergangenheit, auf ihren Mose, auf ihren Mohammed, egal auf was. Und jeder weiß natürlich hundertprozentig sicher, wenn ich dann tausendmal wiederhole, wenn du Moslem bist, ist der Größte, der jemals Gottes Erdboden betreten hat, ist natürlich Isa, Jesus. Ach so. Ja, im Koran. Nicht Mohammed. Nein, das ist nur der Schreiberling. Schau ihn, das habe ich so oft erzählt. Wenn du den Koran liest, das Wort Mohammed kommt im Koran, kann alle an sich das mal vor. Echt? Das ist nur der Prophet, der das niedergeschrieben hat. Der höchste Heilige überhaupt im Koran ist Jesus. Aber dieser Jesus wurde nicht gekreuzigt im Koran. Mhm. Ja. Ist auch kein Gottessohn. Es ist nur der höchste heilige Mensch, der jemals auf Gottes Erdboden rumgelaufen ist. Das heißt, die Moslems werden in Jesus genauso, aber nicht wie ein Gott, sondern als einen ganz, ganz großen, weisen Menschen. Mhm. Der Mohammed war verehrt, weil er dieses heilige Buch geschrieben hat. Mhm. Aber das habe ich ja so oft gesagt, wenn man das genauer anschaut, das kannst du immer wieder zerlegen anstellen. Und es ist immer wieder wichtig, dass du in die Ursprache gehst. Das war jetzt bei den Kieslingen heute Morgen, der macht dann Hesekiel Auszüge aus der Bibel. Ich muss dann so schmunzeln, weil Hesekiel 40 genau das ist, was ich dir bei mir auch schon mal gezeigt habe. Habe ich gestern hier und jetzt ausgedacht, angesprochen, ich gebe dir den Budget Lu, Hansansan, Hüben sind drei und Drüben sind drei, die Nafti-Tuasina-Übersetzung, auch andere Übersetzung, da steht drei Hüben und drei Drüben. Und da wird der Tempel erklärt und da ganz eigenartig in der Übersetzung machen sie dann natürlich Kompromisse, weil man, das sind dann Fachleute, gehen davon aus, dass das irgendwelche Fehler waren, dass da was verschliffen ist bei der Übertragung, weil da behauptet er hier jetzt erst einmal, dass also die Vorhalle des Tempels ist innen. Das, was wir uns vorstellen, ist innen, wenn du es richtig übersetzt. Und das kann ja nicht sein. Also muss da irgendein Übersetzungsfehler oder irgendwas im Laufe der Zeit muss da verloren gegangen sein. Ich sage, da ist nichts. Hüben sind drei und drüben sind drei. Jetzt machen wir uns den Tetraederspiegel. Die Reihe vor dir sind zwei Spiegel hinter dir und jetzt kommst du in den Tetraederkristall. Jetzt verknüpfen wir schon Geometrie mit diesen heiligen Schriften, wo dann die Zahlenwerte sogar dasselbe aussehen. Aber das kann nur einer erfahren, der sich intensiv damit beschäftigt und da wir nur Fachleute haben. Dass ich dir jetzt welche bringe, habe ich gesagt, die erklären, wie auf der VR-Brille 3D-Bilder entstehen. Habe ich erzählt gestern, habe extra im Internet geschaut, da ein ganz populärwissenschaftliches Video drin, so habe ich 4-5 Videos kurz reingeschaut. Das erste, die Videos machen, die Typen, die das erklären, sind lauter hundertprozentige Nerds von der Physiognomie, wie ihnen so außen. Und da muss ich sagen, das brauchst du gar nicht anspielen, weil die das jetzt, ich rede nicht von Videos, wie es dann hast, wie kann man, wie heißt das, Bender, glaube ich, oder Bender, das kostenlose 3D-Animation. Blender. Das habe ich vergessen. Also sowas war's. Dieses 3D-Programm, da gibt es ja Anweisungen, Tutorials, wie man mit dem Programm was aufbaut. Aber die, wo ich jetzt gemeint habe, in die Programmiersprachen, aber dann hast du schon praktisch wie bei BIOS, was schon C, Doppelpunkt, zack, 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 Eingabe, wenn du reingehst. Und das brauche ich den Normalen überhaupt nicht erklären. Das ist ja nicht interessant, das musst du nicht wissen. Aber die das wissen, die sind ja so in ihrem Fachgebiet. Das ist ungefähr, versucht deinen Augen nicht zu erklären, was Hören ist. Was ist dir wichtiger, das rechte oder das linke Auge? Merkst du, dass jetzt selbst da immer wieder die Frage, ist jetzt wichtig, der Balch wichtiger oder ist da wichtiger für dich? Hängt davon ab, ob du ein Balchsteicher bist oder an Höhenangst leidest. Wenn du an Höhenangst leidest, dann wirst du das Tal bevorzugen, bis du Bergsteiger bist nach oben. Und Qualitäten auch von Religionen, wo ich immer sage, was ist wichtiger, sehen oder hören, das sind so geistlose Fragen. Es ist beides wichtig, wie Sonnenschein und Regen. Der Kabelsteck ist genauso wichtig wie das Fahrwerk oder der Benzinschlauch. Aber wir reden von komplett unterschiedlichen Sachen. Wenn ich die höhere Gesamtfunktion habe, die du nur als Chat denken kannst, sobald wir uns wieder Bilder machen, sind wir schon wieder Facette. Das ist immer mit unserem Rathaus bei uns früher am Kaffee oder das ist Standardwerke. Wenn, sag immer, hol mir irgendwen, du machst immer wieder diese Spiele und du behauptest dann, du, jetzt könnte ich wieder mit dir, ich habe heute Nacht was Neues erkannt, du hast ja noch niemals deine Küche gesehen. Und dann fällt hier diese ersten zwei Beispiele, unmöglich und hundertprozentig sicher. Das macht diese zwei Sachen, wenn diese Welle nicht durchschaut ist. Bist du blind ohne Ende und du kannst es jedem sofort beweisen. Ich sage, wartet meine Erklärungen an. Du musst neugierig werden, weil Geist ist neugierig. Ein kleiner Geist ist neugierig. Und ein Rechthaber, der schon alles weiß, obwohl er in Bezug auf das Ganze überhaupt nichts weiß.
ist ein geistloser Narr. Narr ist übrigens ein Narr, ein flackerndes Licht. Narr, der Lager sein. So, das muss dir mal gesagt werden. Da kommt der Ehemann nach Hause und sieht die Frau im Bett liegen mit einem Haufen Männern. Und er schreit los. Und jetzt alle Mann raus! Alle springen sie raus, nur einer bleibt liegen. Was ist mit dir los? Ich nicht alle Mann, ich Türke. Das ist übrigens interessant, dass die Türken natürlich auch jetzt dieser Umschwung des Volkes, wo man dann wieder sagt, wir haben, was ich gerade mit Hegel erzählt habe, mit dem Feuerbach Marx, dass die Türken das jetzt genau erleben, was hier Atatürk eigentlich hier mehr oder weniger, was viele nicht wissen von euch, wir gehen aber in die türkische Zeitgeschichte, dass also die Vorregierung Atatürk das türkische Volk befreit hat vom Dogma der Religion und dass in der Türkei über viele Jahre verboten waren, wenn Frauen irgendwo in Ämtern oder Schulen gearbeitet haben, die durften keine Kopftücher tragen. In der Türkei war Kopftuchtrageverbot. Für angestellte Beamten oder was in den Schulen oder in den Beamten, so weit sind die von den Deutschen nicht weg. Aber dort ist ja unsere Weihe und kennt dieses Fundament. Das sind Bilder, das sind nur symbolisch. Es bleibt, egal was du denkst, das ist das mein Gedanke. Jeden, ich wiederhole immer dasselbe, jeden Gedanken, den du denkst, kenn immer dran denken, die eine ist eine geöffnete Existenz. Jeden Gedanken, den du denkst, der wird zwangsläufig. Ob ich jetzt das Gedanke nenne oder ob ich das Informationen, wird zu einer Form in dir selber. Und jetzt fängst du an, diese Form um dich herum gedanklich zu verstreuen, obwohl du das aus dir gar nicht rausnehmen kannst. Du kannst es als Vorstellung, du kannst das vor dich hinstellen, du kannst dir das jetzt, ich kann mir jetzt meine Wohnung nach Weißenburg denken oder in Altenburg nach Paris denken, aber egal was ich denke, die Formen sind hier, die sich umformen. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage jetzt, wenn du selbst mit deiner Lohn, du kannst dich nicht dran reiben. Lass dich aber nicht dran hindern, trotzdem zu glauben, dass das Zeug da außen ist, was du jetzt denkst, auch wenn du es nicht denkst. Und dann bestimmst du, jetzt haben wir wieder unser Schneewittchen und die Insta, du bestimmst jetzt, was da außen rumläuft und auch dann da ist, wenn du es nicht denkst und was nie da außen war. Beim Schneewittchen ist dir klar, ist jetzt bloß in meinem Kopf, weil ich die denke. Jetzt ist aber Voraussetzung, dass bei den Schneewittchen dein Programm reagiert und eine Vorstellung aufbaut. Sitzt jetzt hier ein Türke, der kein Wort Deutsch kann, für den ist das bloß ein Geräusch. Kann Datei nicht lesen. Stimmt oder stimmt Hugo? Ist so simpel. Und jetzt kann man dann immer wieder sagen, ist ja ganz nett. Und das war ja dann hier in dem Weißenburg, ich sagte jetzt nur nebenbei, wo ich gesagt habe, die Weißenburg, wie sind das aus Weißenburg, der Sektenbeauftragte, wenn der genau liest zwischen den Zahlen, was er schreibt, schwingt schon wieder Respekt mit. Aber es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nee, das ist kein Lob. Weil es ist ja, darum ist ja die Schwierigkeit, heute Morgen wieder eine neue Tagesdosis. Da geht es also hier wieder um die Presse jetzt. Das ist natürlich alles Feindbilder, da müssen wir nicht reden. Aber da ist, da rastet jetzt der Kommentator, KenFM, das ist immer die Tagesdosis jeden Tag. Der rastet heute Morgen, das Aktuelle habe ich kurz anlaufen lassen. Und da geht es wieder um den Gipfel Trump-Putin. Und die haben sie so niedergemacht und das, da geht er voll darauf ein, dass die Presse, das ist ein Musterbeispiel des absoluten Gleichgeschaltetseins, wohlgemerkt der von uns ganz bewusst ausgedachten Presse. Dass ja weltweit alle die ganzen Pressen mit denselben Pfosten, der den Beispiel auf Trump los, der ist ja dann zurückgerudert, weil die zwei eigentlich sich gut verstanden haben, eigentlich gar keinen Krieg wollen, aber die Machtelite will Krieg. Und die Machtelite steuert auch, was in den Zeitungen drin steht. Und das ist also hier, das wird jetzt so offensichtlich, dass der Süddeutsche Zeitung, dass die so eine Kriegstreiberei aufbauen, bis zum es geht nicht mehr. Und weil es ist das Finanzsystem eher am Kollabieren. Das ist Leuten immer auch mit Israel. Der Einzige, wo ich immer wieder sage, wir reden in Deutschland immer anerzogenerweise von Antisemiten. Also das Beispiel aus den Warnungen. Da frage ich immer die Leute bloß, was heißt semitisch, was heißt Nazi und Nation? Das ist auch Entheiligung des Wortes, das Wort Nazi rein auf diese deutsche jetzt uns einprogrammierte Nachkriegsgeschichte zu beziehen. Nazi ist einfach eine Nation, ein Nationalist ist einer, der stolz ist auf das Volk, wo er als Trockennasenaffe geboren wurde, was vollkommen korrekt ist. Aber diesbezüglich ist auch stolzer Grieche ist auch ein Nazi. Ein stolzer Franzose ist ein Nazi, weil der stolz ist auf seine Nation. Ich mache jetzt dieses Einseitige, das Entheiligen deines Überbegriffes weg. Und was sind eigentlich Semiten? Und ich wiederhole es nochmal, habe ich schon sehr oft gesagt, wenn du mal nachschaust, die Semiten ist ein Volksstamm, den wir uns natürlich jetzt ausdenken. Und zu dem Volksstamm gehören die Perser, Iran, Ägypten, Palästina,
Israel und so weiter und so weiter. Das sind alles Semiten. Und wenn ich jetzt sage, Antisemitismus heißt es gegen die Semiten sein, und du wirst jetzt feststellen, dass hier ein einziges Volk ganz brutal herausragt, und das sind die Juden. Mhm. Weil die Juden mit allen anderen Semiten, Palästinenser abschlachten bis zum es geht nicht mehr, die wollen alle anderen ausrotten. Es gibt nur einen einzigen Antisemiten in Deutschland, in der Welt, den wir uns jetzt ausdenken, ist, wenn du über die Sprache wieder gehst, sind einzig die Juden. Und was jetzt viel immer dieser Jud, das ist auch Hitler, die Hitler-Geschichte. Und ich mache jetzt keine Zeitgeschichte, sondern Märchengeschichten. Ich sage, die Märchen, die in dir auftauchen, wo jetzt mein Schneewittchen, wo ich sage, oder der Hitler oder der Cäsar, es sind einfach keine historischen Figuren. Es gibt keine historischen Figuren, weil alles, was ist, kommt hier und jetzt aus dir und wird jetzt gedacht. Wenn ich immer wieder sage, hier die historischen Fakten, ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selber, habe ich so oft gesagt, dass es definitiv so ist, dass der Hitler, wenn du reden vom Hitler erst, die sind so top aktuell, gibt es einige, viele von euch schauen können, die sind so da, besser könntest du die momentane politische Lage nicht beschreiben. Und der Hitler hat niemals irgendetwas gegen Juden gehabt. Und ich verweise auch auf diese zwei älteren Rabbis, wo jetzt ja seit immer bewusst traumzeitig ausgedacht, seit ein oder zwei Jahren ist mein Kampf auf Israelisch übersetzt. Weißt du nicht, Rudi? Da musst du ins Internet gehen, pass auf, da ist das da mal ein Rabbi und dann ein alter Rabbi und dann sein Schüler, auch ein Professor, auch ein Rabbi. Und dieser alte Rabbi, der hat jetzt diesen Mein Kampf auf Hebräisch gelesen. Und dann stellt er sich hinter alte Rabbi und sagt, der Hitler hat recht. Und voll ein Ding, hast du das angehört? Der Hitler hat recht. Er sagt, schämt euch. Das ist ja jetzt auch. Ich habe ein paar Mal erwähnt, wenn du ins israelische Internet gehst, also die Israelischen ausgedacht, von der Perspektive siehst, es wird zurzeit die ultradoxen Juden bekämpfen, diese Zionisten, den Staat Israel, die gegen alle kämpfen. Die wollen sogar ihre Kinder nicht mehr in die Schulen schicken in Israel, die ultradoxen Juden, weil da immer mehr kommt, dass der Hitler doch rechts hatte. Es geht nicht um dieses urjüdische, das sind sehr gläubige, einfach in den Menschen wie der kleine Türke, unser Gemüsehändler, ohne was jetzt dann im Hintergrund noch gärt, wenn er sich, ob er sich anpasst oder nicht, sondern es geht um die Bolschewiki. Das ist nämlich auch der ganze, der klassische ausbeuterische Kommunismus, ist nämlich nur vom Geld der Jude, der typische deutsche Begriff vom Juden hast du Geldordnung, die sind nur Geldgeil. Und jetzt immer, ich betone, ich spreche jetzt Worte und wir denken uns was aus, da außen ist nichts, halt verdammt nochmal das zweite Gebot, du lebst in einer Märchengeschichte. Ich mache keine Verschwörungstheorien, sondern wir gehen eine Symbolik. Und man weiß sehr wohl, Symbolforschung, die Schwierigkeit ist, man trennt, ist jetzt das bloß ein Märchen oder ist es ja da außen gewesen in der Vergangenheit? Aber wer bestimmt das? Und ich sage jetzt, das sind alles Märchen. Ob du jetzt hier Hitler-Nazi-Zeit, Ersten Weltkrieg mit den ganzen Zusammenhängen dieser Mord in Sarajevo, das Auslöser des Ersten Weltkriegs war, es ist ein ewiger Kampf zwischen einem todbringenden Verbrechen und welche, die die Ewigkeit anstehen. Das heißt, gläubige Menschen, mythologisch, religiös, streben die Ewigkeit an und das Kapital, das todbringende Verbrechen, lebt in einer Welt der Veränderung. Das Kapital. Immer so oft gesagt, das sind so klein, auch eine, die größte Entheiligung des Welt, der Worte überhaupt ist das Wort Kapital. Das Wort Kapital heißt in jedem Lateinwörterbuch ein todbringendes Verbrechen. Was jetzt natürlich ganz interessant ist, das müssen wir natürlich auch in Vordersprache einsetzen, dass also hier immer wieder, wie geistlos muss jemand sein, der glaubt, Kapital erhält ihn am Leben. Noch mehr kann man doch ein Wort gar nicht in den Heiligen. Und dass jetzt hier immer, wenn ich früher habe ich immer noch gesagt, wenn ich sage, was heißt Kapital, sag ich, du weißt es, ohne es zu wissen. Da schauen mich die Leute an und dann sage ich, pass auf, es ist ganz einfach. Wenn du jetzt vor Gericht bist und da wird ein Kapitalverbrechen verhandelt, ist das kein Wirtschaftsverbrechen, sondern man spricht in der Juristerei, das ist ja, Juris ist ja lateinisch, Kapitalverbrechen, jedes Verbrechen, wo jemand ums Leben gekommen ist, das nennt man Kapitalverbrechen. Weil das lateinisch über Kapital heißt, ein todbringendes Verbrechen. Mhm. Das hat mit einem Wirtschaftsverbrechen überhaupt nichts zu tun. Aber ist nicht hier nicht alle nach Kapital? Drum Marx ganz, ganz genau sagte, ihr müsst euch keine Gedanken machen über den Kapitalismus. Das ist die positive Rückkopplung, der dreht sich selber den Hals zu. Vor allem dann noch in dem Denken, wir sind auf einer Erdkugel mit begrenzten Ressourcen. Mhm. Ich habe ja gestern hier diese kleine Sache, ich sage mit dem Runterschaufeln.
Das sind wir wieder, jetzt weiß ich nicht, wenn wir ein Grüppchen setzen, ist, das sind zwei, drei, denen ich erzähle was und andere machen was anderes. Das ist auch nicht schlimm, ist gut so. Mir geht's bloß, jetzt ist meine Beispiel hier, wo ich sage, wenn wir ganz grob denken. Und was da du dabei, Lodo, wo ich sage, wir kürzen hier die Spitzeneinkommen? Ja. Das positive Rückkopplung, positive Rückkopplung funktioniert nicht, das ist wie beim Pfeifen. Das ist bei Rückkopplung im Mikrofon. Wenn ich eine positive Rückkopplung mache, haben wir ja nur den Pfiff, weil ich kann ja nicht lauter, wie die Betriebsspannung hergibt. Und dann stabilisiert sich das irgendwann einmal in den Maximalwert, was das System hergibt. Das sind alle Systemparameter. Für alle, die es nicht gehört haben, erkläre ich es nochmal schnell. Ganz kurz. Wir machen das ganz grob, wir denken uns jetzt ganz normal weltlich eine Menschheit aus und wir wissen ja, ob wir jetzt das im Land oder weltweit nehmen, dass 5%, die Zahlen, ich könnte jetzt wieder sagen, wer hat das gezählt, aber 5% der Menschheit besitzen was weiß ich, 85% von dem ganzen Geld oder von dem Besitz in der Welt und die große Masse hat gar nichts. Dann natürlich hier Milliarden gegen eine Handvoll Leute, ist natürlich dann pro Kopf, wenn du das umtust, ist da nichts mehr über. Und ich sage jetzt bleiben wir mal nur in Deutschland. Und es geht mir, dass du das Prinzip verstehst. Wir sagen jetzt einmal ganz schlicht und einfach, wir haben eine neue Regierung und die wird total einschreiten, dass sie sagen, wir müssen die Arbeit wegbringen. Da nützt nichts H4 oder bedingungsloses Grundeinkommen. Sondern ich sage jetzt einmal, wenn man ein bisschen klar denkt, wir lassen alles, wie es ist. Finanzwesen, alles lassen wir gleich. Das Einzige, was wir machen, dass wir jetzt einmal festsetzen, ich sage, wenn jeder von euch im Jahr ein Nettoeinkommen hat von 200.000 Euro, da kann man doch einigermaßen damit leben, oder? Gut, also wir sagen, wenn einer 200.000 Euro gibt, gibt es eigentlich keinen Grund, wenn einer 200.000 Euro netto im Jahr hat, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendwie zu jammern, dass er schlecht wird. Gut, jetzt pass auf, wenn wir das setzen, ihr werdet euch wundern, was jetzt passiert. Wenn wir uns jetzt denken, ohne jetzt da die Zahlen, die wir uns ausdenken, genau zu nehmen, wenn jetzt diese Superreichen, was, und das ist ja immer schon die schöne Aussage, ich mache jetzt, kommt mir gerade in den Sinn, war hier die reichste, was wäre die reichste Stadt ist in Deutschland? Also, die Städte gibt es ja. Ha? Die reichste, pass auf, wir nehmen jetzt die Städte in Deutschland und es gibt eine Stadt in Deutschland, die nennen wir als reichste Stadt, weil das pro Kopf, das durchschnittliche also. Pro-Kopf-Einkommen dieser Stadt liegt weit, weit über allen anderen Städten. Wer weiß es? München. Heilbronn. Heilbronn. Die kleine Stadt Heilbronn ist bezogen auf das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung mit Abstand, mit weitem Abstand, die reichste Stadt der Welt. Ich weiß jetzt, ich will nicht an den Club, pro Kopf, jeder in Heilbronn, jeder, die gesamte, wenn ich jetzt sage, weiß nicht, wie viele Einwohner Heilbronn hat, ich soll jetzt einmal. So etwas über 100.000. Jetzt pass auf, das sind 100.000 Einwohner und da hat jeder Einzelne im Schnitt ein Einkommen von über 130.000 oder 150.000 Euro, glaube ich. Ich weiß es nicht, machen wir uns nicht fest, ob in der Größenordnung nichts, müsste ich jetzt wieder nachschauen. Ist das nicht der Wahnsinn? Warum ziehen wir nicht nach Heilbronn? Ja. Ich rede von einem Durchschnittseinkommen. Die Schwierigkeit ist, scheiße, die Statistiken. Ja. Da ist ein Allereinziger, der haut diesen Durchschnitt hoch, da wohnt nämlich der Besitzer von Lidl. Und nur dieser eine Besitzer von Lidl hebt in Bezug auf diese 100.000 Einwohner statt das Pro-Kopf-Einkommen auf über 100.000 Euro pro Person. Im Durchschnitt. Jetzt wenn ich natürlich das aufschnitt, dann hast du hier, wenn wir Kurve machen, eine Verteilung, dann haben wir hier einen Zack und alles andere so. Aber jetzt lass uns zurückkommen. Also wir sagen, wir machen jetzt Folgendes, wir lassen alles gleich, wir enteignen keinen, das Einzige, ab nächsten Monat ist es so, oder ab nächsten Jahr ist es so, dass jeder, egal wer, der über 200.000 Euro netto verdient, alles was drüber ist, der muss, das wird mit 100% abgekappt. Okay? Er darf auch seine Firmen behalten, wenn es natürlich eh dann irgendwie Firmen, aber er selber, für sich selber an Entnahmen, er kriegt nur, er hat nur noch zwei, nur noch 200.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Und das, was wir wegschneiden, Lothar, bitte ruhig, Lothar, ganz kurz, lassen wir es fertig machen. Das, was wir wegschneiden, das schaufeln wir mit irgendeinem System, bei denen die weniger haben. Das heißt, wenn wir das jetzt machen, ab nächstes Jahr, wirst du feststellen, dass die Untersten, die Ärmsten, heftig plötzlich in einem wesentlich pro Monat wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben. Logisch. Ja. Aber jetzt, das war jetzt nur die Vorgeschichte. Und jetzt kommt das eigentliche Bonbon, wo ich euch sage. Was müssen die jetzt tun, wenn sie noch mehr Geld haben wollen?
Sag ich, gut, die Reichen, das ist nicht. Aber was müssen die tun, wenn die noch mehr Geld bekommen wollen? Die können in kürzester Zeit ihr Einkommen ganz gewaltig erhöhen. Ich weiß dir sagen. Die Einwohnerzahl reduziert. Nein, wir reden nicht von Einwohnern. Pass auf. Es ist ganz einfach. Alles, was die mehr haben, sofort losrennen und irgendeinen Scheißdreck in die Läden kaufen. Was passiert, wenn die plötzlich loslennen und kaufen unheimlich viel in die Läden? Die Andrea wieder mehr Überschuss. Genau. Weil sobald die kaufen, machen die, die es verkaufen und die ganzen Firmen mehr gewinnen. Dort die, die das einzacken, auch die Aktienbosse und so weiter und so fort. Mit 200, dieses alles, was mehr ist, weil der wird mal rundgeschraubt. Und das ist eine positive Rückkopplung. Dass das natürlich in einem begrenzten System nicht funktioniert, ist klar. Das ist ein Kettenbrief. Mhm. Ja, das ist ein Kettenbrief. Ja, ja. So, und jetzt mach dir bewusst, egal wenn du einschaltest, die Weltelite an Politik, egal um was es geht. Wachstum, Wachstum, kaufen, kaufen, Wachstum, verkaufen, Wachstum. In Ich bin du steht schon drin, dass jetzt wieder zweischneidig geschnitten wird. Auf der einen Seite hofft die Elite mit ihren Aktionen, das ist so ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, dass wenn wir wieder den Umsatz ankurbeln, dann geht es uns ja besser. Auf der anderen Seite kürzen die Arbeitslöhne, die werden gedrückt bis zum Es geht nicht mehr, was denen nicht klar ist, dass umso mehr die von der Masse kein Geld mehr geben, sie keine mehr dort in den Scheiß kaufen. Das spitzt dich in jeder Form, wo du siehst, und das sagt Marx. Mehr sagt er nicht. Sein Riesenprophet. Dass viele den Fehler machen, dass bei Marx immer, das habe ich vor 20 Jahren schon erzählt, wenn man Marx liest, dass der überhaupt nicht Besitz kritisiert, sondern Kapital. Es ist letztendlich, du kannst so viel besitzen, man mag es, wie du willst, wenn du dir das ehrlich verdienst. Das Einzige, wenn du so viel hast, dass du es selber nochmal nutzen kannst, ob du jetzt hier Geld mit Zinsen anlegst oder ob du dir ein Haus baust und das vermietest, das ist schon Kapital. Du kannst dir 10 Häuser bauen, aber du darfst sie nicht vermieten. Und dann wirst du merken, was soll ich mit 10 Häusern, dann lasse ich irgendwie andere mit rein, ich mache mir jetzt 2 Villen, 2 Wingers auf Mallorca, ich kann die aber nicht vermieden und Geld damit verdienen, nachher kann ich Freunde hinschicken und sagen, mach dir mal einen Hausurlaub. Und da wirst du merken, dann passiert dasselbe, aber ohne diese Geldspirale. Das ist jetzt ganz oberflächlich. Ja, ja. Es gibt für alle Probleme schon längst Lösungen, aber der Einzige, der es lösen kann, ist der, der sich's ausdenkt, weil er anfangen muss, sich die Welt anders auszudrücken. Was dadurch das nächste Problem erzeugt, dass jeder Beobachter, jeder Denker, der mit was er sich selber ausdenkt, nicht einverstanden ist, ist halt mit dem das auch schon. Und jetzt wirst du merken, du, auf deiner Basis, was du vor einem Bein auf dem anderen hin und her handeln, solange bis du wach warst. Der Ausweg ist nicht in dieser Ebene zu erreichen, sondern in der Träume. Und da wächst die automatisch hin. So wie das Kind aus der Gebärmutter rauskommt, bei dir aus dieser Traumwelt rauskommt. Und mit dem Wachwerden sind die Probleme sowieso vom Tisch. Aber wach wirst du erst, wenn du alles durchschaut hast. Und die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen erkennen und abzuhaken, heißt nicht, dass du die rausmachen musst oder bekämpfen musst. Das heißt, alle, die auf Straßen gehen und gegen irgendwas demonstrieren das und sowieso Arschlochkarte, weil sie blinde Arschlöcher sind. Geduld ist das Zauberwort. Geduld. Das bisschen gestern? Vorgestern. Das bisschen? Für wen? Nur für mich. Ja, ich sage aber, mache auch im Film, darum habe ich ja gesagt, das ist, du wirst immer mehr merken, ich habe die Karin ruft mich an, dann habe ich gesagt, soll ich es aufnehmen, vielleicht ist was dabei. Habe ich noch gesagt, dann nehme ich es auf, war eigentlich ein tolles Gespräch. Und dann habe ich nicht aufpasst, dass du mir hast. Oder? Wollt ihr jetzt reingehen? Das ist doch alles. Der nimmt es auch auf. So, die hingehen. Schau, das ist, der kann, das gibt's den Heiko, ja, da kann er es schneiden, auch. Er schneidet aber, wenn das Geschwätz und so raus. Wir haben 2 Tastkammern da liegen, die können wir auf den Tisch legen. Aber nein, es ist immer wieder, ich erzähle es ja nur dem, der mich jetzt ausdenkt. Ja, ja. Und das ist immer das Partizipieren lassen, das ist eine Phase auch, wo du irgendwann nochmal, was soll das Ganze? Ja, du hast mir angekündigt, du wirst irgendwann damit aufhören und ich höre gerade damit auf. Loslassen lerne ich. Ja, das ist es. Merkt mal, Rudi, wenn man sich nicht mehr ärgert, wenn man irgendwann nochmal sagt, ich gebe auf. Das ist der Heilungsbrett. Regen gleichzeitig, niemals nacheinander. Ist immer dein Glaube. Und darum ist so wichtig, dass ihr begreift, als träumender Geist kannst du dir nicht raussuchen, was in dir auftaucht. Jeder Wunsch, der in dir auftaucht, aus nichts. Du nimmst aus dir eine Vorstellung, du stellst es vor dich hin und redest dir jetzt ein, das möchte ich haben. Das heißt,
Ein Wunsch zeigt an, dass du das, was du jetzt denkst, dass du dir einredest, du glaubst, du besitzt es nicht. Und verwirklichen tut sich letztendlich dein Glaube. Und wenn du jetzt sagst, ich will ja wieder gesund werden, Rudi hat es ja durchgespielt, solange du gesund werden willst, glaubst du, dass du krank bist. Ja. Da die materialistische Logik alles auf den Kopf stellt, redet die dir ein, ich wünsche mir nur gesund zu werden, weil ich krank bin. Ich sage, nein, du bist deshalb krank, weil du gesund werden willst. Und damit dir einredest, dass du es nicht bist. Aber gesund und krank ist wie Wellenberg und Wellenberg, können immer nur gleichzeitig auftauchen. Du hast aber in dieser Welt der Perspektiven bloß eine allereinzige Seite. Ich sage immer wieder nach vorne, ich kann nach oben schauen, dann fällt mir unten, ich kann nach unten schauen, dann fällt mir oben. Wobei oben jetzt in meinem Gesichtsfeld ist, vor mir, unten ist jetzt auch vor mir. Und sobald ich mir die Wand hinter mir denke, ist das eine Vorstellung in meinem Kopf. Weil du in der Welt der Perspektiven immer, jede Vorstellung von richtig ist, die Richtung setzt eine Kehrseite. Aber die ist ein dunkler Fleck, bis du es denkst, dann magst du das aber schon wieder zur Vorstellung. Mhm. Simpel. Ja. Da müssen wir nicht. Und ich sage, das mit Holo-Feeling, was dann in der eigenen Matrix im Hintergrund ist, das ist, wenn wir jetzt Blender nehmen als 3D-Programm, wo man 3D-Animationen programmieren kann, es ist ein Riesenakt, das zu lernen, wie man da 3D-Animationen programmiert. Und da muss dir immer klar sein, du benutzt ein Programm, um 3D-Animationen zu programmieren. Was aber jetzt, wenn man wirklich, ist kein Witz, dass dieses Programm von irgendwelchen Leuten programmiert wurde, mit einem Programm, wo man Programme programmiert. Mhm. Und dass da wirklich viele Stufen kommen, bis du irgendwann einmal bei unserem bei den Pünktchen und Strichen, bei den Einsen und bei den Nullen landest. Das ist wie beim Morsecode, das ist das Symbol, das einfache Symbol, nichts Neues. Prediger lesen nichts Neues in dieser Welt, es wiederholt sich ständig. Üben dran und drüben dran. Hansansan, Hunsansan, sagen wir Japaner. Ja? Üben dran und drüben dran. Gut, jetzt fällt mir was ein. Und zwar habe ich mir schon oft Gedanken gemacht über dieses Wort Rücksicht nehmen. Wird das nicht total verkehrt ausgedrückt? Selbst alle, Mensch Rudi, was ist das für eine Frage? Pass auf, die große Schwierigkeit ist, dass jeder Mensch, jeder normale Mensch, ich spreche jetzt normal, alles Leiderwelt, ich mache jetzt ein altes Beispiel, hier und jetzt sage ich wieder vor einem Vierteljahrhundert, habe ich gesagt, pass auf, wir denken uns jetzt einmal einen Juden aus, der das KZ überlebt hat. Das ist eine Geschichte, das Wissenselemente, die wir jetzt denken, eine Märchengeschichte. Und es sind die ganzen Leute, das Mahnmal der Schande, spreche ich jetzt nur kurz an. Der wird dann abgesaut, hat nichts mit Rechtsradikalismus zu tun. Amerikaner wird niemals auf die Idee kommen, ein Vietnam-Mahnmal zu errichten in Amerika oder ein Kambodscha-Mahnmal zu errichten. Das Mahnmal der Schande, wir dürfen noch nicht vergessen, das ist das Nachkriegsdoma der Deutschen. Was übrigens ich jetzt wieder Ahmadinejad Schab, den ehemaligen Iraner Präsidenten, ansagt, diese Rede mit dem Kleber, wo es dann heißt, ist ein Nazi-Leugner. Absoluter Blödsinn. Aber was jetzt, das Vergangenheit sind Gedanken aus. Und was jetzt ich eigentlich darauf hinaus will, ist, mir sagen jetzt dieser, der das KZ überlebt hat, eine Märchenfigur wie Rumpelstilzchen oder Schneewittchen oder König Drosselbart, wir sollen ja die Metapher lernen. Der stolpert, fällt auf den Kopf oder wird mit dem Auto kurz angefahren und verliert sein Langzeitgedächtnis. Jetzt sage ich wieder, man kennt in den normalen Programmen das Phänomen, wie sieht das aus, wenn man, da gibt es ja Liebeshymne, wo man sein Langzeitgedächtnis verliert. Und was den Leuten gar nicht klar ist, dass der sein ganzes Leben lang, ist das nicht schlimm und wir dürfen nicht vergessen. Und er kämpft dagegen an und wir dürfen nicht vergessen. Mhm. Und die KZ-Schlechter muss man verfolgen noch bis jetzt, wenn einer hier mit 95 Jahren dann noch angeklagt wird und 15 Jahre Gefängnisstrafe kriegen. Und da wird Geld ausgegeben. Ich rede jetzt normal. Es ist sowas von geistloser Wahnsinn, dass du einfach irgendwie dich drüber aufregst oder nicht darauf reagierst. Er verliert sein Langzeitgedächtnis. Ist dir klar, dass der in dem Moment neu geboren wird? Ja. Er geht raus und lächelt. Ja. Und wieso ist denn vorher die ganze Zeit so scheiße gegangen? Weil er zu rücksichtsvoll war. Okay. Mhm. Ja. Er war viel zu rücksichtsvoll. Der hat bloß in seiner Vergangenheit gelebt. Können Sie mir sagen, wo die andere Straßenseite ist? Ja. Komisch, die schicken mich immer hier rüber. Das ist eigentlich die große Schwierigkeit dabei. Ich sage, der Schwamminhalt löscht das, macht daraus eine Märchengeschichte aus deinem eigenen Leben. Und jetzt ist wieder, wie oft habt ihr von mir schon gehört, ich unterhalte mich immer nur mit dem Geist, der mich ausdenkt. Und ich frage dich, Geist, wo kommst du her? Und jetzt schau wieder, was der Zweite dir erzählt.
Ich habe nicht gefragt, wo der Trockennasenaffe herkommt, der du zu sein glaubst. Du hast ein logisches Konstrukt, du baust schon wieder Zeitfenster auf. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich habe den gefragt, der sich das ausdenkt, wo du herkommst. Jetzt wirst du feststellen, da ich das rote Ich frage, musst du sagen, von dem Ich über mir, das ist das rote ICH, kommt von dem JCH. Und jetzt frage ich den JCH, wo kommst du her? Und dann sagt er von OP. Ja. 86 LHJ. Ja. Weil auch das rote ICH eine Gedanken ist. Da haben wir dann den Bereich der denkbaren Sachen schon verlassen, weil wir im roten Bereich sind. Und der rote Bereich ist der Adam. So einfach ist es. Fragst du den gar nicht, wo er herkommt? Bitte? Fragst du den gar nicht, wo er herkommt? Ja, von dir? Ich meine den OP. Das ist, da ist die Schwierigkeit verbunden. Das Wissen sind keine Unterschiede mehr. Da. Der, der immer ist, schon wenn wir jemanden denken, der immer ist, brauchen wir einen Kontrast. Das ist das Große, dass ich immer, ich habe gerade einen Satz angefangen, den habe ich nicht vervollkommen, nicht, dass ich immer so ein ausgedachter Geist, der zum Träumen anfängt, ist wie 200 Gramm rote Kehle. Er bleibt immer derselbe Geist, ein Leser, der ein Buch liest, der hat ja Vorstellungen aufgrund dieses Codes der Worte, im Anfang war das Wort, aber das ist ja ständig erwecklich hier und jetzt, das haben wir so oft durchgekaut und der ist am Ende, wenn er das Buch zu Ende gelesen hat, immer noch derselbe Leser, er hat bloß ein Leben mehr durchschaut. Und in dir ist eine göttliche Bibliothek mit unendlich vielen Leben. Ja. Und der Einzige, der das erlebt, ist eigentlich Gott. Gott erlebt seine eigene Schöpfung. Ja. Aber um was erleben zu können, musst du Unterschiede machen. Jetzt sage ich nochmal das Regwirm. L, UB ist allein, all ein. Ain, wie man es ausspricht. Nicht existieren. Das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Ben. Einen Sohn. Dass er dann und wann, wie jeder Vater, mit seinem Sohn spielen kann. Das ist das JCH. Und dieses JCH erkennt in dem 33. Lebensjahr in der Welt der Wellen, dass er eigentlich eins ist mit dem Vater. Weil er ans Kreuz gegangen ist. Ich erinnere nochmal, das sind symbolische Bilder, ich erinnere nochmal an diese große Anklage, er hört auf, ein blindes Arschloch zu sein. Habe ich so oft in Almener schon erzählt, wie dieses Einverstandensein. Lass uns einverstanden sein. Um das nochmal klar zu machen, ich rede jetzt von einer Märchengeschichte, die ich mir ausdenke. Ich kann jetzt immer wieder sagen, das ist auch ein Buch, das ich gelesen habe. Geht jetzt nicht um den Lautsprecher, den du zuhörst. Und da haben wir jetzt erst einmal die große Problematik dieses Einverstandenseins. Und das letzte Mal, wo ich nicht einverstanden sein, die Sache in Garten Gethsemane, wo ich meinen Jüngern noch erkläre, wir müssen jetzt absolut einverstanden sein und jetzt können wir die Soldaten und wollen mich festnehmen. In der Bibel wird dann beschrieben, dass dann hier der Petrus den einen Soldaten das Ohr abschlägt und ich sage, nein, Petrus, lass es sein. Wir wollen doch einverstanden sein, auch wenn die mich festnehmen. Und da kommt mir plötzlich Heureka. Ich war ja schon wieder nicht einverstanden mit Aktion von dem Petrus. Das ist, man muss sehr wach sein, man muss über den Dingen stehen und dann kommt ja diese große Anklage, wo ich dann schon ganz abartisch bin, hier, wo ich zum Pontius Pilatus sage, du hast überhaupt keine Macht über mich, ich lasse den Film laufen. Okay, weil was soll's? Wenn jemand an was schuld ist, ist nicht der Pontius Pilatus, sondern der, der mich die Scheiße jetzt träumen lässt. Und um wach zu werden, du wirst nicht wach, wenn du permanent davonläufst und dich versuchst, in dieser Welt, in dieser Traumwelt am Leben zu halten, weil du dich ständig mit der Figur, mit der Rolle verwechselst, die du spielst. Und jetzt ist ja die schöne Sache hier mit dem Kreuz. Jetzt kommt erst einmal die Verhandlung mit Barabbas. Und das ist jetzt ganz interessant, dass wenn man das Wort Barabbas, das ist übrigens Aramäisch, man muss unterscheiden, Aramäisch und Hebräisch ist zwar unterschiedlich, aber dann doch wieder in vielen Sachen nicht. Im Aramäischen heißt Sohn, heißt Bar. BR schreibt sich das bloß. BR. Das ist das aramäische Wort für Sohn. Im Hebräischen ist es das Äußere. Einfache Grundform, auch noch für die anderen Sachen. Diese polare Berechnung, das Äußere, Sohn wiederum Ben, im Hebräischen ist Ben Sohn, polare Existenz. Denk an unsere Gedankenwelt. Wo man das schön erkennt, wenn ihr euch einmal die Mühe macht, dann holt ihr euch die DVD, den Kinofilm von Mel Gibson über die Kreuzigung. Was jetzt den genauen Titel war, der berühmte Film, wo hier der Jesus so extrem abgeschlachtet wird. Die Passion. Und das ist ja interessant, dass der Film, das ist der einzige Film jetzt hier in Deutschland mit in dieser Größenordnung an Hollywood-Produktion, der nicht synchronisiert wurde. Das heißt, dieser Film läuft nur in Originalsprache Aramäisch. Du kannst, was du machen kannst, du kannst Untertitel einblenden in allen möglichen Sprachen, weil das ja weltweit verkauft wurde.
ganz bewusst jetzt raumzeitlich gesprochen. Und das ist sehr spaßig, da habe ich auch mit welchen Hingsten gesagt, wir schauen uns das Ding einmal an. Und dann schalten wir Untertitel ein. Ganz spaßig ist, wenn du hebräische Untertitel einschaltest. Die sind ja nicht fatalisiert. Okay. Dann ist das in hebräischer Schrift, also unser IWI-Schriftzeichen. Du kannst Deutsch einschalten, Englisch einschalten und alles Mögliche, halt wie bei Filmen, wenn wir Untertitel haben. Und jetzt wollen wir mal genau hinschauen. Ist übrigens ja nur jetzt in der Welt, die du dir ausdenkst mit deinem Programm. In Amerika, die synchronisieren ja keine Filme. Es gibt in Deutschland, in Amerika praktisch keine synchronisierten Filme. Darum ist es bei vielen guten europäischen Produktionen oder allgemein nordischen Filmen, die toll sind, die machen dann lieber Remake, amerikanisches Remake, weil die in Amerika ausländische Filme nicht synchronisieren. Bei uns in Deutschland wird ja nahezu alles synchronisiert. Und da muss man, ist ein Riesen, wenn du mal jetzt wieder dir ausdenkst, wie Filme synchronisiert, dann versucht man das natürlich auch dann die Texte. Man muss ja das erst einmal von der Sprache übersetzen, aber da wird dann extrem gespielt, dass der Synchronsprecher versucht, man passt den Text auf an, dass man das möglichst lippensynchron synchronisieren kann. Gibt es ja Möglichkeiten hier mit Veränderungen, ohne dass man den Sinn verändert. Aber du siehst, wenn du mal ganz genau hinschaust, das ist oberflächlich, fällt es dir nicht auf, weil man sich sehr viel Mühe gibt, so denke ich mir jetzt das aus, dass die Synchronisation nicht auffällt. Sagt man oft, das sind schlecht synchronisierte Filme, dass zum Beispiel die Stimme nicht zum Charakter passt oder dass die von der Lippensynchronisität sehr billig, einfach synchronisiert ist. Aber selbst die besten Synchronisationen, wenn du wirklich dich darauf konzentrierst, sieht es aus wie ein schlechter gesungenes Playback. Okay? Ja. Wieso ich dir das jetzt erzähle? Wenn du den Film anschaust, das sind ja amerikanische Schauspieler. Wenn du hinschaust, was ich dir jetzt sage, das kannst du nicht wissen, ich weiß das. Die sprechen absolut akzentfrei aramäisch. Obwohl das amerikanische Schauspieler sind. Und du wirst jetzt merken, gut, das kann man ja synchronisieren. Da kannst du hinschauen, so viel du willst, das ist absolut lippensynchron. Also wenn man jetzt das normalen Vorsatz, dass die Bilder in der Vergangenheit irgendwo aufgenommen wurden, müssten die mehr oder weniger wirklich ihren Text aramäisch gesprochen haben. Das ist immer das Erste. Und da hast du es immer, der sagt dann immer wieder, Paranosch. Das ist das aramäische Wort, wenn da der Jesus Menschensohn genannt wird, weil das aramäisch gesprochen ist, heißt Bar Anosch, der sterbliche Mensch, Bar, der Sohn des Menschen, aber in Bezug jetzt im Hebräischen, der Sohn des sterblichen Menschen, und Bär ist ja der äußere Mensch, und alles, was du dir ausdenkst, ist sterblich. Und jetzt haben wir ja den Barabbas, und da ist es Bar Abba, heißt der Sohn des Vaters, der außen ist. Und jetzt kommt die große Frage, wen wollt ihr freilassen? Der Barabbas darf wieder nach außen. Und den Jesus, den schicken sie ans Kreuz. Habe ich so oft gesagt. Dieses Kreuz, jetzt denkst du dir eine Zielscheibe, und wenn du da reinschießt mit der Patrone, das ist übrigens eine Kugel, KGL, dass die immer wieder in den Mittelpunkt reinfällt. Stimmt oder stimmt? Die Kugel, die Patrone, der Patron ist der Vater, die Patrone, wenn die ins Zentrum reintrifft, die Patrone geht zum Patron, zum Vater. Die Welle, die aufgetaucht ist, der Barabbas, aramäisch, der Menschensohn, geht wieder zurück zum Vater. Jetzt gehe ich zurück zum Requiem. Also, Gott, UB 86, Elayom ist allein, das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Ben. Jetzt sind wir in dem Hebräischen. Und dieses Hebräisch schreibt sich ja 70-200, Ivri, Eva, okay, EBR geschrieben. Hebräisch. Dasselbe Wort hast du aus dem Jenseits kommen. Unter anderem. Das hast du übrigens auch Fedus. Du bist ja noch in der Matrix. Von deiner Welt aus gesehen ist einer, der in der Matrix ist, im Jenseits. Und das hast Vergangenheit. Ich bin immer noch beim Thema rücksichtsvoll. Das ist die Schwierigkeit, wo ihr nicht mitkriegt, wenn ich in Almena rede, dass ich rede und ich merke, ich spreche ein Wort und ich merke, das Wort benutzt du falsch. Das heißt, wenn ich jetzt weiter erzähle, verstehst du das nicht, was ich will? Und die Andrea, die ich mir jetzt ausdenke, die hat sich die Mühe gemacht, in hunderten von Stunden, dass die festgestellt hat, im direkten Vergleich von alten Almena-Vorträgen, dass ich in einem Vortrag, im zweiten Almena-Vortrag irgendwas erkläre, dann kommt ein Wort und ich merke, dass die das überhaupt nicht checken, was ich mit dem Wort mache, und dann erkläre ich das Wort. Und das fratzt dann so auseinander und dann zwei Vorträge weder. Das hatte ich, du kannst es schneiden.
fange ich genau an der Stelle, wie an Zackersee, jetzt haben Sie das Wort verstanden, fange ich den Vortrag weiter. Ja, ja. Erzähle ich den Vortrag weiter, weil für mich Raum und Zeit überhaupt keine. Ja. Ich soll immer wieder das, was in meinem Kopf vorgeht, geht in deinem Kopf vor. Weil alles, was der Udo dir jetzt erzählt, ist ja, weil du in dir den Udo ausdrückst. Und wenn du jetzt das Video ausschaltest, dann ist Udo weg. Dann klingelt dein Handy und dann bist du schon wieder voll reingefallen in den Sumpf. Du bist rücksichtsvoll, du warst dann hundertprozentig sicher, dass du heute Morgen aufgestanden bist, dass du in der Vergangenheit von deiner Mutter geboren wurdest. All das, was ich jetzt in die Existenz hebe, ist das, was du im tiefsten Innern glaubst. Das ist der zweite. Und diesen tiefsten Innern Glauben ist wie in einem Computer, mach den scheiß Betriebssystem und dieses Programm platt und dann kriegst du von mir ein neues Betriebssystem. Jetzt sind wir wieder bei der Geschichte mit dem Haar. Das ganze Wissen, das du zurzeit zum Denken benutzt, du bist ein Computer und dass du Bilder machen kannst, brauchst du ein Betriebssystem und ein Programm. Okay? Und ich sage jetzt, all das, was zurzeit von dir möglich ist, was du dir ausdenkst und die Sachen, die du mit dem Internet auch zusätzlich in dir wachrufen kannst, das jetzt schon zugänglich wäre, wenn es dich interessieren würde, da benutze ich einfach mal das Wort unendlich, obwohl unendlich so ein Wischiwaschi-Begriff ist oder was ich meine. Geh ins Internet und ich sage immer wieder bloß jetzt bei vielen Sachen, wenn du mal die Mühe machst, du kannst ins israelische Internet gehen, du kannst hier ins chinesische Internet gehen, brauchst ja bloß die Kürzeln, kannst natürlich nichts mehr lesen, aber es ist ja alles zugänglich. Offene Grenzen. Was das innere Netz anbelangt, sind offene Grenzen da. Das, was dich limitiert, ist wieder die Welt deiner eigenen Interessen. Interesse ist dein inneres Sein. Darum ist es so wichtig, wenn du wirklich was vollkommen Neues erleben willst, musst dich für Sachen interessieren, die dir unlogisch erscheinen und die dich bisher nicht interessiert haben. Zum Beispiel die Vordersprache. Aber es ist ja eh bloß religiöses Geschwätz. Diese Arroganz, ständig über alles und jeden zu urteilen. Ja. Das ist ein Hauch, wo du irgendwann nochmal mitkriegst. Und ich sage jetzt, um das nochmal, weil das so ein wunderschönes Beispiel ist. Wir sagen, dass alles, was du prinzipiell durch Neugier in die Wach rufen könntest, über diese kleinen Parameter Internetzugang, das symbolisiert mir diese unvorstellbare Menge, weil du kannst dir das nicht alles auf einmal vorstellen, sondern aus dieser Kollektion bloß immer Facetten, die symbolisiere ich mit einem einfachen Buchstaben wie einem Haar. Und jetzt kommt diese Stelle, wo dieser Jesus, alter Ego von mir, sagt, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, ist nicht das Lebendige im Computer das Betriebssystem und die Software, das diese Bilder, dieses Geflacker im Hier und Jetzt auslöst? Ja. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dieses Haar, dann kriegst du von mir ein neues Leben. Jetzt weißt du aber, wenn ich mein Betriebssystem und mein Programm ausschalte, dann bin ich bloß noch eine tote Kiste Materie ohne irgendeine Lebendigkeit in mir. Stimmt oder stimmt? Ja. Okay, irgendwie vertraust du mir, du gibst mir das Haar und du kriegst jetzt für diesen Buchstaben kriegst du ein Wort. Das Wort Haus. Das ist ein komplexeres Programm. Worum es mir geht, dass ich immer wieder betone, ich habe dir nichts weggenommen. Das Haar, das nur für einen kleinen Moment. Aber wenn du das Wort hast, kriegst du das ja wieder zurück, weil die große Einheit kannst du nicht zerstören. Und das ist jetzt die Schwierigkeit von allen normalen Menschen. Die meinen, was zu verbessern, indem sie was vernichten und was anders wollen. Was Besseres. Aber besser und schlechter ist eine Welle. Und du kriegst keinen Berg ohne Tal. Stimmt oder stimmt? Das heißt, ich mache dir noch Buchstaben dazu, aber sobald du das Wort Haus liest, denkst du überhaupt nicht an das Haar. Stimmt oder stimmt? Es ist übrigens dasselbe Phänomen, hast du schon jetzt in deiner ausgedachten Entwicklung als Trockennasen. Sobald du das erste Mal in die Diskothek gehst, als Männchen und Weiberärschen oder sonst was angaffst, denkst du nicht mehr an deine Matchbox-Autos? Stimmt oder stimmt? Gut, aber irgendwann tauche ich wieder auf und sage, gib mir das Wort zurück. Und da du gut mit mir gefahren bist, gibst du mir jetzt dieses Wort Haus zurück und dafür kriegst du jetzt einen Satz. Du bist das Haus Gottes, in dem ich wohne. Und jetzt wirst du feststellen, das ist wieder ein höherer Komplex, dass ich dir wieder nichts weggenommen habe, sondern ich habe dir nochmal was dazugegeben. So entwickelt sich Geist. Von Kinderbüchern, Unterhaltungsromanen, Liebesgeschichten, und das passiert jetzt, dass in den Liebesgeschichten und in den Krimis und in den Horrorfilmen eine Metaebene ist. Das ist die höhere Ebene.
Darum soll immer wieder zuerst mal Märchengeschichten erzählen, auch unsere Vergangenheit, wenn du zurücksichtsvoll bist. Aber es sind Märchengeschichten. Es ist niemals etwas in der Vergangenheit passiert, weil alles, was in dir da auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Und das, was hier und jetzt in dir auftaucht, was deine Information ist, die kannst du jetzt rein gedanklich dich ausstreuen, um dich rum in Raum und Zeit verstreuen. Ich kann mir in Eiffelturm nach Paris denken, ich kann mir Kängurus nach Australien denken und Neandertal und Dinosaurier in die Vergangenheit. Aber ich denke es hier und jetzt und es ist die Form meines Geistes. Und ich kann mir zwei Photonen oder Elektronen denken, die mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen. Und weil mir das dann erzählt hat, wenn ich das Ding verändere, verändert sich das andere Ding im selben Maß, obwohl die mit Lichtgeschwindigkeit auseinandergehen. Und weil die Lehre jetzt Ihnen erzählt, wie weiß dieses Teilchen, dass dieses Teilchen verändert wurde. Wenn es doch die höchste Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit ist und die mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, muss ja eine Verbindung bestehen. Was ist die Verbindung? Jetzt merkst du, was für Idioten das sind. Die Verbindung ist der, der sich's ausdenkt. Weil die hier an derselben Stelle sind, zwei Bier in mir erweckt, griechisch, jetzt pass auf. Hatte ich doch gestern mit dem Felsenbräu mit dem Bier. Ja. Weil ich sage, die Welt spricht zu dir in jeder Kleinigkeit. Wenn du die Vordersprache verstehst, da haben wir Bierfläschler gehabt, da war Fetzenbräu drauf gestanden. Dann habe ich zuerst einmal gesagt, wir können jetzt das ganz oben mit blau lesen, aber wir bleiben nochmal in der direkten Übersetzung. Fetzen heißt Zur. Zur, Z-U-R oder Z-R im Hebräischen. Und Zur heißt auch zu Form werden. Und dann habe ich dieses Bierfläschchen, jetzt sagen wir, kannst du da, ist bestimmt nur eins drin, dann habe ich das Bierfläschchen, den Felsen und Bräu, BR. Wissen wir, eine polare Berechnung, das Äußere, habe ich gerade erzählt, mit Barabbas oder mit Baranosch. Das Äußere ist die Schöpfung von was aufgespannt. Bräu, Felsenbräu, ist die Formwertung. Aber dann sage ich, fällt dir was auf? Glaube ich, zum Kambo habe ich gesagt, fällt dir was auf? Was habe ich jetzt in der Hand? Dann schaut er mich an. Ich sage BR. B heißt in mir, R heißt erweckt. In mir erweckt. Die Formwertung wird in mir erweckt. Das ist die Vordersprache, wenn das wird. Bietzi wird jetzt wieder sagen, wie geil ist das denn? Okay, jetzt müssen wir die Sprachen tauschen. Jetzt gehen wir in eine andere Perspektive. Im Hebräischen heißt Bi, ich könnte jetzt das ganz grob Bi als Polarität setzen und das I am Ende heißt mein, im Hebräischen heißt es meine Polarität, die in mir erweckt wird. Drum ist, wenn wir jetzt ins Griechische gehen, gibt es auch die Radix Bi, die heißt zwei. Zwei. Jetzt, wenn ich das verknüpfe, griechisch, dann kriege ich zwei, die in mir erweckt werden. Jetzt kriegst du wieder das. Und du wirst merken, wenn du das Prinzip hast, ich mache euch das mit Tausenden von Wörtern in allen Sprachen der Welt und ihr werdet merken, das passen sich wie Puzzlestücke, jetzt setzt sich das alles zusammen. Das ist die Vordersprache. Und nicht ein einziges Yoda darf verloren gehen. Und jetzt erwähne ich nochmal, weil das so wichtig ist. Die hebräische Tora, die ich mir jetzt denke, ist ein Programm. Ich sage einfach mal ein Programm. Das wurde niemals in der Vergangenheit erschaffen, weil in der Vergangenheit nie was war. Es gibt in der Vergangenheit keine Existenz. Es kann in der Vergangenheit nichts existieren und es kann auch in der Zukunft nichts existieren. Weil Existere heißt heraustreten. Der, der immer ist, ist der Geist, der träumt und alles, was an seiner Oberfläche als Gedankenwelle auftaucht, taucht hier und jetzt in dem roten Kopf auf. Ich spreche bewusst von dem Beroschit, von diesem roten Kopf, in dem alles erschaffen wird, weil der blaue Kopf jeden blauen Kopf auch dein eigener in dem roten Kopf ist. Das ist ja der Bereich, der nicht mehr dargestellt werden kann, der kann aber gewusst werden von einem bewussten Geist. Und da wird ihr merken, es ist ein lückenloses Ineinander, weil es heilig ist. Das ist Holofeeling. Und betone ich immer wieder, ich predige keine Feindbilder, auch wenn du den Eindruck hast, dass ich ein Feindbild predige. Das ist schlichtweg, weil du noch in der Welt der Perspektiven zurzeit bist. Nicht ein einziges. Du wirst von mir nie hören, das, was nicht wichtig ist oder dass irgendjemand, egal wer in dir auftaucht, dass der nicht recht hat. Aber das siehst du erst, wenn du über der Tasse bist und schaust, was die behaupten und du weißt, was die anschauen. Das ist die große Schwierigkeit, wenn ich jetzt wieder sage, dass noch niemals deine Küche gesehen hat, Brösel. Da wird jeder normale Mensch, den du mir jetzt bringst, wird sagen, der spinnt doch. Und ich sag ganz einfach, zeig's mir. Zeig mir die Erdkugel, zeig mir Wassermoleküle und alles, was du mir zeigst, soll ich das fetzen Papier mit Farbe drauf. Vorstellungen. Mhm. Und jetzt plötzlich merkst du, dass egal welches Programm du in dir laufen hast, es sind rein logische Berechnungen, 99,%, sind nur logische Berechnungen, die sich nur einer ausdenken kann, aus sich herausdenken kann, wenn sein Programm diese Bilder auf dem Bildschirm aufbauen kann.
Egal, ob das jetzt ein feinstofflicher Gedanke ist, ist genauso eine Information wie jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung. Das ist nur der Wechsel von dem reinen Gedankenbild auf die VR-Brille. So, und was fängst du jetzt damit an als Brösel? Das nützt dir überhaupt nichts. Bis du dann immer mehr merkst, dass die Welt wirklich so funktioniert und dann wirst du immer rücksichtslos. Er hat gerade gesagt, rücksichtsvoll. Ja. Ich sage, du musst vollkommen rücksichtslos werden. Ja. Das heißt, dir müssen deine Eltern am Arsch vorbeigehen. Jetzt kommt, ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen, sondern ich bringe dir das Schwert. Das ist, du musst dich selber abnabeln von der Matrix. Und das geht nur mit Holofeeling. Von dem alten Wissen. Es ist nichts, was du als Figur im Traum tun müsstest. Ich erkläre das dem Geist, der mir jetzt zuhört. Dir eine Rolle lassen, unangetastet, sag ich, spiele die Rolle weiter, Helmut, jetzt in deinem Fall. Und du wirst merken, wenn du immer Ärger hast mit deiner Familie, jetzt kommt der schöne Satz, wo es weitergeht. Ich bin gekommen, ich bringe dir das Schwert und du wirst irgendwann einmal merken, dass die größten Feinde für deine geistige Entwicklung, das steht nicht da, das habe ich jetzt neu dazu gesagt, die größten Feinde, die du hast, sind deine eigenen Hausgenossen. Unter den Hausgenossen meine ich jetzt entweder deine Familie, deine Trockennasen-Familie oder deine Partei, an der du festhängst, oder deine Sekte, deine Religion, dein Moser, deine Traditionen, egal an was, das sind die Hausgenossen. Das sind die größten Feinde, die du hast. Und jetzt kommt was ganz Elementares, und so sagen die, kriegen die das gar nicht mit. Solange du deinen von dir erschaffenen Trockennasenaffen fordern, oder deine Mutter, oder deinen Bruder, oder deine Schwester mehr liebst als mich, wer bin ich eigentlich? Wenn du jetzt alle Ohrenbohrungen schaust, das beginnt mit einem Buch und das heißt, ich bin du. Wenn du irgendeinen Gedanken mehr liebst als dich selbst, dazu zählt übrigens auch der Körper, der du jetzt zu sein glaubst. Die Schizophrenie, was habe ich zu dir gesagt, geh zu deinem Chef und sag zu ihm, du bist ja bloß ein dummer Affe. Ist nicht jeder normale Mensch so schizophren, dass er im tiefsten Innern zuerst einmal eine panische Angst hat, er ist ein sterbliches Säugetier und will möglichst lang diesen Vergehprozess, die Sterblichkeit hinauszögern, aber sagt dann nur zu dir, du bist ja bloß ein Affe, ist er beleidigt. Widersprüche, das sind zwei. Wenn du da mal den Fokus drauf hast, wie unendlich schizophren normale Menschen sind. Alle Gebildeten, alle religiösen Menschen. Aber jetzt kommt der Schöne, ich nehme alle Schuld auf mich, weil ich bin mir bewusst, dass jeden, oder egal wen ich mir ausdenke, dass der nur deshalb ist, weil ich ihn jetzt denke, wenn ich ihn nicht mehr denke, ist er schon wieder weg. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und der Glaube, dass die dann auch dann da sind, wenn ich sie nicht denke, das ist einfach, das liegt hundertprozentig. Das ist blinder, dogmatischer Glaube, das nenne ich Materialismus. Oder irgendwann die Untersysteme, Christen und Katholiken, und die sind ja wieder Christentum, Katholiken, Protestanten. Diese Untersysteme sind zerplatzt, auch die Moslems sind zerplatzt, Sunniten, Schiiten. Es ist zerspringt wie ein Kristall. Aber wer ist da die Ursache? Wo kommen all diese unendlich vielen Facetten her? Aus dem, der sich's ausdenkt. Und wo hat er das her? Aus dieser Einheit, die ja letzten Endes selbe ist, das ist okay. Punkt. Das muss mal gesagt werden. Das muss dir endlich einmal gesagt werden. Für wen? Schon, ihr merkt, ich erzähle wieder dasselbe. Es ist jetzt rein, wenn wir jetzt das aufnehmen, da kannst du jetzt zig Vorträge anhören. Das ist immer wieder, ich wiederhole dasselbe und ihr merkt jetzt in Ansätzen, habe ich euch gezeigt, ich kann euch ganz andere Sachen erzählen. Aber das ist so unendlich sinnlos, solange das nicht hundertprozentig installiert ist und du gar nicht mal einen Hauch drüber nachdenkst, dass das anders sein könnte. Was übrigens jetzt mit deinem Glauben auch ist. In deinem Alltagsbewusstsein ist dir das so klar, dass du heute Abend ins Bett gehst oder heute Morgen aufgestanden bist. So hundertprozentig sicher, dass diese Vergangenheit da war. Jetzt aber nicht mehr da ist, wohlgemerkt, während du sie jetzt denkst. Das, oder wenn ich immer wieder sage, selbst um was zu verneinen, musst du es ja denken, um zu behaupten, dass es nicht ist. Das sind die zwei Sachen. Aber das passt. Und dass du morgen oder heute Abend dieses und jenes machst, ich sage, du kannst heute Abend nichts tun. Es wird morgen nichts passieren, alles was passiert, passiert heute. Dass man sich dessen bewusst wird. Versuch dir morgen eine Zigarette anzuzünden und ich verspreche, du hast keine Chance, das durchzuführen. Ich werde dir beweisen, dass du die
jetzt anzündest und heute anzündest. Aber warum hast du dann Angst? Habe ich nicht ganz klipp und klar gesagt, sorge dich nicht um morgen? Ich habe mir dabei was gedacht. Die Schwierigkeit ist, mit einem einfachen Satz kannst du es nicht erklären. Und selbst wenn ich einfache Sätze sage, jetzt als Udo bewusst Zeitfenster seit 25 Jahren, erkläre ich Sätze, wo ich merke, selbst die seit 25 Jahren das Studieren in dem Alltagsbewusstsein ist immer noch nicht verstanden haben. Darum sage ich auch die Sache mit dem blinden Arschloch. Ich verspreche dir, du wirst, wenn du am Ball bleibst, 15 bis 20 Jahre mindestens brauchen, bis du wirklich plötzlich das Heureka kriegst, dass das so ist. Und man meint dann immer, man hat was verstanden. Ich sage, wenn du mich verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst und du wirst dich über nichts und niemanden mehr aufregen, egal was passiert. Du wirst ein Dauerlächeln, das Lachen des Buddhas auf den Augen haben als Beobachter. Und du wirst viel Spaß mit dem Tierchen, mit der Rolle haben, die du zurzeit spielst. So ist es. So, jetzt machen wir wieder Pause, oder? Du hörst doch eh drauf. Ich nehme mal diese gute Aussage. Wir drücken jetzt drauf, ich drücke jetzt einfach auf Stopp. Au, was trinkt ihr denn jetzt? Ich muss jetzt erst einmal aufstehen. Das ist ganz nett, aber ich sitze erst so schief in Wahrheit. Halt Nacht, weil ich sowas von geredet und geschöpflich sitzen immer, das verschiebt mir alles. Merkst du, ich mache das jetzt ganz bewusst. Das ist der Witz. Ich rede es zwar, wenn du wartest, ist jeden Moment, was du sprichst, ist dir bewusst und du schmunzelst dabei, aber ich muss in der Welt der Perspektiven geht's nicht anders. Du musst immer wieder auch in dir Vorstellungsbilder auslösen. Und jetzt ist nochmal mein Beispiel, ich mir denke, zwei Menschen aus drei Computer aus. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wenn wir kommunizieren, wenn ich meine Vorstellung in deinem Computer der Computer, der Windows-Computer, du bist der Basic-Computer, kannst schon Bilder machen, da wirst du merken, ich kann das Test einmal durch Radio machen oder übertragen mit Geräuschen. Ich könnte jetzt das aufschreiben und mir das hinhalten und ich kann es aussprechen. Und jetzt haben wir schon die Sache, dass die Geräusche selber nochmal... Ich sitze gerne von der Bank. Die Bank macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe daheim selbst, ich sitze immer ohne Rücke. Weil ich sitze lieber, die Schwierigkeit ist nicht die Bank, das ist wie bei Mario Neimer, sondern weil die nicht eben ist. Weil die immer, wenn Chefs ist, auch hier, wenn ich auf die Steine sitze, und dieses kleine bisschen, ist wie beim schiefen Biss, wenn du einen Überbiss oder was hast. Wenn einer sagen, wenn der Zahn nicht richtig, mache ich wieder Medizin. Wenn du minimaler, wenn der Zahn auf der Krone einsetzt und schießt, du hast darin einen verschobenen Biss. Das ist minimal, was du feststellst, wenn man kriegst du Schmerzen oder Kopfweh oder was. Und nur weil das nicht ganz schief ist, ich mache jetzt wieder Programm, ich schaue mein Programm an. Ich sage nicht, ob das richtig oder verkehrt ist, sondern mir ist das bewusst, dass ich merke, heute Nacht, in der Vergangenheit, alles lächerlich. Aber du merkst jetzt immer in dem Bereich, ich muss über der Sprache sprechen, dass jetzt in Bezug auf das Udo-Programm, wenn ich so ein bisschen Chefs bin, das tut mir jetzt nicht weh, aber heute Nacht, das hat sich so, hier war leichter schief bis wo dann erzielt. Genau, also ein Rolls-Royce kriegst du nicht von uns auch keine 28, aber wenigstens bequem sitzen kannst, nachher die nächste Stunde. Leute, das ist doch wurscht. Na, macht euch doch nicht so regelmäßig. Das Ding kann man sowieso nicht spüren. So ist das ist besser. Ich kann nicht mehr sagen, wenn dir der, der du zu sein glaubst, auch ein alter Satz von Udo, wenn der du zu sein glaubst, ich bin doch du, wenn du müsstest mit der Udo mal schreiben. Jetzt lasst halt einmal, das ist mir sowas so unangenehm. Nein, du sollst ja ein Mensch. Komm hoch, und zwar ist langsam. Ich bin hier und dann schon noch immer irgendwo Zigarette. Komm her. Die Zeit ist vergangen wie im Flug, die es nicht gibt. Das wird alles anders. Nee, das wäre alles, was, Chancellor, das wäre alles so einfach, wenn du nicht dauernd abkacken würdest. Nee, das vergessen wir gerne. Ja, ist doch wahr, oder? Das ist spannend, ja. Der einfachste Weg für den Auswärtigen wäre,